Bruder. Belgrad? Okay. Ja. Du, allein in den letzten zwei Stotter Jahren nicht, alles warst gut. du. Bitte? Stotter nicht, alles gut, du kannst ruhig reden. Okay. Wo ist denn der Respekt von den letzten Minuten geblieben? Doch, wir sind sehr, sehr Maske respektvoll zu abgelegt dir. oder was? Nee, wir sind respektvoll zu dir, aber dort wird unten im Chat gesagt, dass wir schlimmer sind als Ameisen. Findest du das gut? Jetzt bombardierst du mich wieder mit Nee, nee, Fragen. findest du das gut, ja oder Nee, ich nein? antworte dir gleich. Ich bin hier nicht beim Verhör. Aber kannst du diese Frage bitte Hier, beantworten? ich allein in den letzten 2 Minuten hast du schon mehrere falsche Aussagen gesagt. Es ist uns nicht erlaubt, Ameisen zu zertreten. Jetzt habe ich vorhin schon beantwortet. Und jetzt sagst du, wenn ihr Ameisen zertreten dürft und wir sind schlimmer als sie, was macht ihr dann erst mit uns? Also du versuchst gerade mit falschen Schlussfolgerungen irgendwie was ein Szenario darzustellen. Von wegen, als würden wir irgendwas mit euch machen dürfen. Ich habe klipp und klar gesagt, dass diese Aussage, diese Bewertung, die dort stattgefunden hat, die dort stattfindet, das ist nicht, das, man kann nicht sagen, das steht im Koran, sondern das sind Gottes Worte sogar. Das ist die Bewertung von Gott an den Menschen. Und wenn du ein Problem damit hast, dann wirst du am jüngsten Tag, am Tag der Abrechnung dort stehen und kannst du deinen Allmächtigen selber fragen, warum er euch so bezeichnet, ja? Von den Muslimen selber, wie wir mit euch umgehen, wie wir mit euch umzugehen haben, das steht auf einem anderen Blatt. Da gibt es klare Regeln. Ich wiederhole mich sehr gerne nochmal. Respektvoll, streitet mit denen auf die beste Art und Weise. Wir dürfen euch nicht anfassen. Wir dürfen euch nicht diskriminieren. Das wollen wir auch gar nicht. Wir dürfen euch mit euch Handel treiben. Wir dürfen mit euch, wir sollen sogar auf die beste Art und Weise mit euch leben. Und wenn wir spenden, heißt es Spende an deinen Nachbarn. Es steht dort nicht Spende an deinen muslimischen Nachbarn. Wenn er Christ ist, ist er Christ. Und das weißt du auch. Aber ich weiß nicht, warum du jetzt gerade so Okay, ein. dann habe ich eine Frage an dich, Prinzip. Guck mal hier auf, hier rum zu philosophieren. Nee, An mit dir rede welchen ich nicht. Mit dir rede ich nicht. Tafsir, Mit dir rede ich nicht. 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 Ja, Kalb, Mit dir sei rede mal ich leise. nicht. Jetzt hör auf, hier rum Nein, zu sag mir nicht, philosophieren dass und ich leise Barbiepuppen. sein soll. Mit dir rede ich nicht. Sei Mit dir ein habe ich Mann nicht geredet. Mit und dir rede ich keine nicht. Barbiepuppe. Ich rede nicht mit dir. Sei ein Mann Ich und rede nicht. Bruder, Amanda, warte. Aus welchem Tafsir hast du das? akzeptiere es Ich einfach. rede nicht Zeig mit dir. mir Du bist doch bitte, dass Elia, die gell? Zakat, zeig mir bitte, dass die Ich Zakat zeig dann dir, okay, ich zeig ungläubige, dir. Elia, zeig gell? mir, mach deine Elia, gell? Kamera an. Ja, ich Und mach Kamera Punkt an. 1, Elia, welchen gell? Tafsir-Gelehrte hast du? Elia, du bist doch derjenige, der gesagt hat, du bist doch Ex-Muslim, Welchen gell? Tafsir-Gelehrten hast Hör auf du? mich anzuschreien. Du bist doch derjenige, der gesagt Welchen hat, Tafsir-Gelehrten hast du? Welchen Tafsir-Gelehrte hast Alhamdulillah du? Bil-Alamin. Du kennst noch Barami, nicht mal den Barami. Unterschied zwischen Shay. Mit dir Welchen rede ich Tafsir nicht. hast du? Du bist für mich Dreck. Du bist nichts für mich. Geh weg. Welchen Tafsir hast du? Okay. Abo Belgrad, entweder du Dein stummst ihn, mit ihm Filter, rede ich welchen nicht. Tafsir Ich hast bin du? nur, du hast was sehr, sehr Interessantes gesagt. Welchen Elia Tafsir ist hast für dich Dreck, du? Ja, oder? ist für, ja, dieser Mensch ist für mich persönlich Dreck. Okay, Nicht, dann weil er zeig mir Christ bitte ist, den. Ah, okay. sondern weil Zeig es mir ein bitte den widerlicher Mensch ist. Tafsir-Gelehrten. Mit ihm rede ich nicht. Zeig mir den Elia ist für Tafsir-Gelehrten. mich nicht aufgrund seiner Religion oder was auch Aus immer. welcher Elia Basis ist für entnimmst du mich das? einfach Bruder, ein schmeiß ihn raus, guck mal, Okay, es ist ja nee, so, schmeiß ihn wieso raus. kommst du rein und sagst ich, Schmeiß ihn okay, raus, schmeiß ihn Elia, entweder raus, weil stummst du du mich ihn oder ich gehe beleidigt raus. hast, weil du persönlich wirst. So, Genau, er aus wird welchem persönlich raus. Tafsir-Gelehrte hast du? Okay, ich gehe. Ciao. Ciao, du elender Steinküsser, geh raus. Komm, yallah, geh Du küsst raus. doch einen Stein, du Wir küssen einen Holzkreuz. Stein. Wo steht das in Pause. der Bibel? Dein Prophet hat einen Stein geküsst. Okay? Oh, Belka, wenn du Interesse daran Dein hast, Prophet, dass der wirklich Satan hat friedlich und sie. Guck ordentlich mal. diskutiert wird, dann solltest du beide Guck mal. raushören, weil die haben ein Einen persönliches Problem Tafsir-Gelehrten. zusammen. Es ist ein Unterschied. Der Typ ist ein Lügner. Wir haben seine ganze Philosophie gehört und irgendwann mal muss es aufhören. Wenn dieser Person Angst hat, mit mir zu sprechen, weil er weiß, dass er Lügen verbreitet, weil seine Gelehrten sagen das niemals. Der Islam bezeichnet die Ungläubigen als Najis und die Najis sollst du auch bekämpfen, ja? Was versucht er uns hier einfach irgendwelche Sachen rum zu interpretieren, da gar nicht der Tafsir-Gelehrten sowas sagen? Er ist ein Heuchler und das ist Punkt 1. Allah sagt, dass diese Leute Munafik sind, weil die interpretieren nach ihren eigenen Gelüsten. Allah sagt, wer denen, die mit ihren eigenen Mündern ruminterpretieren. Und das tat er gerade. Allah verflucht diesen Person gerade. Er hat versucht, uns Ungläubigen zu belügen. Und das ist das. Er macht gerade Takia, so wie sein Prophet ihm das erlaubt hat, dass man die Ungläubigen lügen darf.
Ja? Du elender Steinküsser, der jeden Tag irgendwo in Hadsch war, der an einen Propheten glaubt, wo der Satan an sein Ohr uriniert hat. Es reicht doch einfach mit euch. Wenn jemand etwas behauptet und Abu Ghanja sagt, Abu Bakr sagt, aus welchen Gelehrten hast du das? Aus welchen Tafsir hast du das? Was versuchst du dann weiterhin rumzuphilosophieren? Zeig doch, sei ein Mann und sei kein Mädchen, der sich gerade abgehauen ist wie so ein Feigling. Ja? Stell dich da und sag hier, welcher Gelehrte hat das gesagt? Okay, wir schlagen das gemeinsam auf. Aber dieser Mensch widerspricht sich in einem Satz. Ich muss dir nichts sagen, sagt er. Ja, aber was ist das für ein Dialog? Aber wenn die aus der Bibel zitieren, dann müssen wir die Bibel dann gemeinsam lesen, ja? Aber wenn die etwas was sagen, was wir sagen, zeigt man das im Koran, wo das da drauf steht, ja, muss ich nicht zeigen. Muss ich nicht zeigen. Weißt du auch warum? Weil sie Heuchler sind. Weil sie euch lügen. Das ist das. Und mit so einem Typen würde ich mich noch nicht mal eine Minute in einen Raum sitzen oder mit diesem Typen sprechen. Keine Ahnung, aus welchen Tafsir-Gelehrten er hat, von Olaf Bruder, Scholz oder Angela Merkel. ich bin wieder da, Bruder. Ich habe ihn auch gefragt wegen Tafsir, weil ich habe diesen Tafsir noch nie in meinem Leben gehört. Und ich bin halt, wie gesagt, ich lerne auch immer was dazu. Und ich wollte auch die ganze Zeit aufschreiben. Ich habe zu Abu Belkrad gerade auch gesagt, er soll das, die Kamera anmachen, dann gucken wir mal, welchen Genau. Tafsir. Also, weil ich habe diesen Tafsir noch nie gehört. Ich bin echt gespannt. Hast du ihn mal gehört, Elia? Bruder, so einen Tafsir gibt es gar nicht, was er gesagt Bruder, hat. das weiß ich doch, Habibi, ich weiß. Aber wenn er doch was erklärt, bitte belegen. Weil wir belegen es auch mit einem Vers. Wir haben jetzt einen Vers geholt, der sagt, wir lügen. Warum? Unsere Interpretation war falsch. Aber wir haben ja nicht interpretiert, sondern wir haben nur das weitergegeben, was da steht. Und wenn er sagt, wir lügen, also ist er in der Beweislage, ja, in der Beweispflicht, es zu widerlegen. Weil er sagt, es ist so und so. Ja, dann wo steht denn das? Ihr habt Tafsire, ihr habt Gelehrten. Welchen Gelehrten hat das so ausgelegt, wie du es auslegst? Was ist dann passiert, Bruder? Philosophiert. Philosophiert. Nun, alles gut. Bruder, nun, du hast jetzt nochmal eine Chance. Guck mal, wir beleidigen dich nicht. Du gibst uns jetzt die Quelle, wo das steht, was du gesagt hast. Bitteschön. Mehr Genau, wollen er soll uns mal die wir. Mehr Quelle wollen wir. zeigen, dass man die Juden und Christen nicht bekämpfen soll. Genau. Mit Elia rede ich nicht. Du bist schon Okay. wiedergekommen. Wie ein Mädchen. Geh, dann Immer bleib wieder unten. beleidigt. Das ist Nein. die Wahrheit. Dass du ein Feigling bist, hast du doch selber zugegeben gerade. Elijah, warte, Elia, aber du. ich spreche nicht mit dir. Nein, warte, Elijah, du machst es gerade selber, du willst nicht Mach mit mich mir. mal bitte groß, ganz kurz. Also, Elia hat gerade, mach mich mal groß und Elia sei mal hat doch still. gerade gesagt, er will nicht mit mir reden, Ja, er will mit mir hier. eine Minute in einem Raum sein. Hier, guck mal. Jetzt will er mit mir Erkläre uns reden und mit das, mir was eine steht da Minute in einem Raum vorhin sein. Was Was steht steht da? da? Elia ist so eine Siehst. Lebenszeitverschwendung. Ich rede nicht mit dir, Elia. Dann lies. Wasach. Ich rede Lies nicht doch. mit Elia. Also, Abu Mädchen. Khanja, du Ja. hast eine Frage gestellt. Ich habe eine Frage gestellt. Ich fick gleich. Ja, hier, bitteschön. Aber Mr. Respekt. Bean. Nun, du Mr. Bean, hier kannst du lesen. Lies mal. Was steht da von Ibn Abbas? Junge, du Du kennst stellst nicht dich mal, über, kennst du noch nicht stellst mal dich den gerade Unterschied zwischen Shahada und Fatiha, Alter. Dein Shahada, Video ist im Internet. kann ich dir Du sofort hast dich sagen. blamiert, du bist tot, du bist Alles tot. klar, Mädchen. Du Mädchen, bist für Mädchen, alle Mädchen. Ewigkeiten tot. Danke, ja, ich Bruder, warte du jetzt bist Surahan. einfach Und das tot. Glaubensbekenntnis Was ist die ist die Shahada? Shahada. Alhamdulillah Ja, Rabbil Alamin, sagt er. okay, was ist Bitte, jetzt hier? Leute. Okay, komm. Gibt alle im Rezitier mal Internet bitte Elia und Rezitier mal Shahada Sura ein. 1. Rezitier mal Sura 1, komm. Reicht. Mit dir rede ich nicht. Mit dir rede ich nicht. Dann sei still um. Nein, ich bin nicht Geh still. Ich raus. bin Bruder, reingekommen schmeiß mit ihn Abu raus. Khanja. Abu Bakr, bitte. Abu Ja. Bakr, ich gehe raus. Schmeiß den raus. Raus hier. Dankeschön. So, nächster. Dankeschön. So, erstmal, wenn du meinst, dass ich den Unterschied nicht kenne. Die Sura Al-Fatiha ist Sura 1. Die Shahada ist das Glaubensbekenntnis. Okay, Mädchen? Und Ja, hallo jetzt hier zusammen. runterreden Wie und geht? hier bitte nichts machen. Hallo? Hallo, Eimer. War das So, der... Hi, worum es geht, kurzfristig, ich habe gerade Kunde Schacht fast. Also, sag mal, worum es geht, was war die Frage? Warte mal, Elia, Bruder, ganz kurz. Eimer, ganz kurz. Kennst du dich aus mit dem Koran? Natürlich, worum es geht. Okay, Belgrad, bitte lies mal kurz, weil Elia hat so den Tafsir schon da. Also, Belgrad, nein, warte, Elia, noch nicht zeigen. Noch nicht zeigen. Wo Belgrad, lies mal kurz vor, Bruder, um was es geht. Genau, ob die, warte, ich mache mich mal wieder groß. Mach dich groß, Bruder, genau. Ganz kurz, warte, ich bin irgendwie gerade. Ja,
Ich krieg das gerade irgendwie nicht hin, warte. So, jetzt. So, die Frage hier im Stream, die Fragestellung lautet: Hassen mach dich Muslime? Noch, mach dich noch größer. Geht es? Das passt, Bruder, es geht nicht. Okay, okay. Alles gut. Die Fragestellung lautet: Hassen Muslime die Christen? Das ist die Thematik dieses Livestreams. Die Muslime berufen sich auf den Koran, die Christen auf die Bibel. Jetzt, bevor du mit dem Argument kommst, ja, die Christen haben auch solche Attentate getan. Sie können sich dabei nicht auf die Bibel berufen. Die Fragestellung lautet jetzt: Was ist die Urquelle davon, was die Muslime tun? Worauf berufen sie sich, wenn sie diese Sachen tun? Und wir haben gewisse Quellen, die wir vorlesen können, um zu zeigen, dass das mit dem Koran vereinbar ist. Stimmst du zu, ja oder nein? Weil, was, hab ich richtig verstanden? Meinst du, dass wir die Christen zum Islam einladen? So habe ich verstanden? Ja, oder? Mit Chai, ja. Genau, wir zeigen dir auch, wie die Einladung aussieht. Also, lies mal vor, Bruder Herz. Genau, welche Vers, Bruder? Wieder Sura 98? Ja, ja. Okay, gerne. Ja. Ich lese dir jetzt einen Vers vor und kannst du mir denn sagen, Arabisch? Wie du den verstehst? Arabisch? Hast du das in Arabisch? Du kannst Arabisch? Gerne danach auf Arabisch lesen, okay? Ich lese auf Deutsch. Ja, sag mal in Arabisch, erstmal. Ich habe das Arabische gerade nicht hier, ich habe die deutsche Übersetzung. Nein, jetzt ist mal Arabisch, weil Deutsch ist nur Übersetzung. Für mich so persönlich, das ist alles, was Übersetzung ist, ist keine richtigen okay, tamam. Quelle, tamam. Sag ich mal. Elia, Bruder, kannst du Sura 98, Vers 6 auf Arabisch machen? Dankeschön. Warte sofort, ich sage dir erst was Sura 9, Vers 29. Ja. Er soll einfach nur lesen und dann machen wir auf Deutsch. Er soll einfach nur Arabisch lesen und danach kommen wir auf Deutsch. Wir machen es chronologisch. Ganz langsam. Weil ich möchte das wirklich einfach, damit es keine Ausreden gibt oder keine Missverständnisse, weißt du? Aber eine Frage, worum es geht? Was wollt ihr jetzt mit diesem nein, Dings hier aussagen, mit diesem Live? Warum wollt ihr es zeigen? Also, nein, wir wollen nur zeigen, dass ja? ob Muslime aus dem Koran argumentieren können, ob sie was gegen Christen haben oder nicht. Weil sie meinen ja, sie haben nichts gegen Christen. Jetzt gucken wir mal, was der natürlich, Koran macht. Natürlich, guck mal, ich denke, die Belgrad steht doch gut Arabisch, oder, nein, die andere, wer heißt das schon weg, runter? Abu Kindler, so, steht doch im Koran, warte, لا تجدن الذين أشركوا اليهود أشد عداوة المسلمين ولا تجدن أقرب مودة المسلمين الذين قالوا إن نصارى لأن منهم قسيسين ورهبانا. Das heißt, die besten Menschen, die kommen mit Muslimen klar, die sind die Christen. Und lies mal hier jetzt, warte, ich lese jetzt. وَإِنْ أَحَدُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهِ Hier, قَاتِلُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ Aber du guck mal, ja. قَاتِلُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ Warte, du musst komplett vorne und auch, das ist, du hast jetzt nur eine Vers. Du hast es jetzt, die nimmst das jetzt aus Kontext. Einmal, möchtest du hier bleiben oder möchtest du gehen? Bitte, es ist anstrengend. Warte, ich hab kein, warte. Ich komm gleich hoch, weil ich habe jetzt Kundschaft, ich komm gleich wieder hoch, ne? Okay, ja, komm mal hoch. Ja, da komm, halt. Okay. Dann machen wir mal mit Mo Moin. Moin, kannst du das lesen, Moin? Mohammed. Bruder, nein. Okay, alles gut. Nein, ich akzeptiere es, alles gut. Tahar. Er sagt, bringt mir einen Vers im Koran auf Arabisch, dann bringt man den auf Vers und dann war er schon am Zittern. Und hat da will er die ganze Sura haben, ja. Wir machen das ist Bruder, doch, das mach ist doch die ganze Sura. Geil. Liest, nein, lass ihn doch erstmal aussprechen. Also, es ist ja egal. Ah, guck mal. Elia, nichts gegen dich, alles gut. Lass ihn erstmal zu Wort kommen und dann kann man darüber diskutieren. Also ich bin hier, weil ich gehofft habe, also auf eine respektvolle Art und Weise mit euch Brüdern zu diskutieren. Ja. Wir wollen uns hier nicht gegenseitig fertig machen oder sonst was. Ja. Wenn es darum geht, um eine persönliche Meinung zu haben, was hassen, du denn, Jamal? Christen, sage ich persönlich nein. Wer du bist, keine Ahnung. Wer ich bin? Ich bin ein normaler Mensch, der versucht, einen normalen Dialog zu führen, aber anscheinend könnt ihr das nicht tun. Tahar, hörst du mich? Ja, ich höre dich. Was sagst du? Deine Barbie-Puppe da? Ja, zieh dir erstmal, der Typ hier, dieser Jamal, was meinst du, wer du bist? Zieh erstmal dein Gesicht erstmal weg vom TikTok. Ja? Der aussieht wie Baby Cam. Bitteschön. Wir hören dich, Tahar. Wir hören dich, Tahar. Ja, mein Affe. Du bist ein Barbie-Puppe.
Daher, was heißt das? Wie ein Ungläubiger, wie ein Ungläubiger. Bart wird Ungläubiger, das ist alles. Und er verteidigt den Islam. Seit wann darfst du dich so überhaupt präsentieren? Keine Sunna, Bart, gar nichts. Richtiger Shisha-Kebab-Muslim. Ilja macht Takfir, Ilja macht Takfir. Daher, was sagst du zu diesem Vers? Daher. Okay, also mal kurz vorlesen. Wer hat Schiss von dir? Komm rein, Jamal. Komm mal rein, Jamal. Wer hat Schiss von dir? Leute, ist doch jetzt egal. Geht doch nicht drauf ein. Alles gut. Tal, was sagst du zu diesem Vers? Ja, soll das mal kurz vorlesen. Okay, Abu Belgrad, kannst du ihn auf Deutsch mal vorlesen, Bruder? Genau. Weil der Tal ist Sura 98, Vers 6. Ja, ja. Genau, mache ich ganz kurz. Ich mache kurz groß. So, Sura 98, Vers 6, Tal. Ich lese den Vers vor und du sagst mir, was du unter diesem Vers verstehst, okay? Ja. Siehe die Ungläubigen vom Volk der Schrift und die Götzendiener werden in Jahannam Feuer kommen und ewig darin verweilen. Achtung, jetzt aufpassen. Sie sind die schlechtesten der Geschöpfe. Ich bin stumm und du kannst mal sagen, was du unter diesem Vers verstehst. Also halt, die sagen, die sind halt die Leute der Schrift. Also ich denke, die meinen damit Juden. Weil Juden und Christen. Genau, Juden, Christen, Al-Kitab. Ja. Nein, die haben gesagt, Al-Schrift halt. Ich denke, ja, die meinen... Al-Schrift, Bruder, Al-Schrift sind Juden und Christen. Al-Kitab sind Juden und Christen. Ja, warum gehst du nicht spielen? Aber warum denkst du, dass die meinten, dass die Christen damit schreiben? Habibi Dahar, hast du ein zweites Handy bei dir? Ich? Nein, leider nicht. Hast du PC irgendwas bei dir, irgendwas? Mein PC ist gerade... Okay. Kein Problem, da, guck mal. Wenn du jetzt in Google schreibst, Al-Kitab, die Leute der Schrift, gib ein und da wird es bei Wikipedia stehen, Juden und Christen sind gemeint. Wir lügen dich wirklich nicht an. Wir lügen dich wirklich nicht an, da. Gib's kurz ein. Wir machen es langsam für ihn, alles gut. Er ist jung, Geschwister, wisst ihr, man muss es langsam machen. Ohne Stress, ohne Hochmut, alles gut. Ihr holt immer Leute hoch, die kein Wissen haben. Hier kann jeder hochkommen, solange sie nicht. Wer sagt es? Wer sagt es? Das sagt irgendeiner im Chat. Unwissend haben wir jemanden gezwungen. Salam alaikum, Abu Sakina. Abu Sakakin. So, dann habe ich blockiert. Seht ihr das? Warte, die bestätigen mein Thema. Hassen Muslime die Christen? Habt ihr der das gesehen? Bruder, der darf gar nicht reden, weil ich kenne den, der beleidigt immer Mütter, Vater, alles. Ja. Ist bekannt, deswegen ist er blockiert. Nee, ist gut, so haben es die Leute gesehen. 260 Leute, nochmal meinen Punkt bestätigt. Sehr gut. Richtig, genau. Weil er kriegt keine Bühne von 260 Leuten, Bruder. Er soll bei seinen 10, 20 Zuschauern bleiben. Am Khanjar. Ja, Tahir. Aber ich, allerdings, da steht wirklich so, aber ich denke, Google versteht das falsch, weil wir haben ja auch ein Buch. Tahir, vertrau mir. Ich weiß, warum ich das sage. Aber weißt du was? Ich gehe mit dir mit. Sagen wir mal, es sind nur Juden gemeint, okay? Ja, nur Juden. Lass mich dir mal sagen, warum ich das denke. Na, Habibi, das sind Juden, kein Problem, keine Christen. Nur Juden sind gemeint. Wir machen weiter, okay? Jalla. Abu Belgrad, mach weiter, Bruder. Ja. Nur Juden sind gemeint. Egal, wir gehen mit dir mit, kein Problem. Genau. Jetzt alles gehört, Bruder. Egal, alles gut. Okay, ich lese nochmal vor. Siehe die Ungläubigen vom Volk der Schrift, die Juden und die Götzendiener werden in Jahannams Feuer kommen und ewig darin verweilen. Sie sind die schlechtesten der Geschöpfe. Bruder Habibi, wieso sind die Juden die schlechtesten der Geschöpfe? Kannst du mir das erklären? Tahir, du bist raus von der App, Habibi. Man hört dich nicht. Tahir, kein Kaffee trinken, sonst kannst du heute Nacht nicht schlafen. Der ist aber lieb, Bruder, der ist nett. Ja, ja. Tahir, der kriegt Nachrichten gerade deswegen. Ja, ja, safe. Ich schreibe mir schon, geh raus da, geh raus. Warum kommt nicht dieser Baby-Kenny, dieser Typ hier? Die sagen mir schon, Bruder, du weißt, mit dem du gerade redest und so. 100%. Jamal El, du Babyken, komm mal hoch. Du willst mein Gesicht sehen. Komm, ich zeig dir mein Gesicht. Aber dann sei du auch ein Mann und zeig mal auch dein Gesicht. Ich will mal deine Sunabat sehen.
Dal, wo bist du? Der ist raus. Siehst du, was habe ich gesagt, Bruder? Ja. Ey, das ist so. Guck mal, Bruder, immer die Respektvollen, die werden von den Leuten. Guck mal, die werden mitgezogen, Bruder. Das war jetzt ein Respektvoller und sofort raus. Ey, das Siehst du, ist. Bruder, ich hab's doch Ja. gewusst. Die schreiben denen privat, ne? Die schreiben denen privat und sagen, hey, rede nicht mit denen, das sind die ekelhaftesten Hasser, Islamhasser und Hetzer und so. Ich weiß es, Bruder, ich kenne doch diese ganzen Dinge. Ihr wisst gar nicht gerade, mit wem ihr redet und so. Die machen euch fertig, die sind gebildet, diesen Dings, die werden trainiert und Missionare. Ich kenne doch diese ganzen Aussagen, Bruder. Naja. Die locken euch, Oder die weißt du, machen euch was als das Falle. Problem ist? Diese Leute haben Angst, mit uns zu reden. Ich weiß. Wenn wir deren eigenen Gelehrten zum Beispiel zitieren, dann werden sie persönlich und die beleidigen uns. Verstehst du? 100 Prozent. Sowas macht man nicht. Verstehst du, was ich meine? Wenn jemand diskutieren möchte, dann bitte dann Leute, die hochkommen wollen, die Ahnung haben im Islam, dann kann man vernünftig diskutieren. Aber diese Leute kommen hoch, haben gar keine Ahnung von ihrer eigenen Religion. Und werden dann auch noch persönlich. Ja? Das ist das Problem. Richtig, absolut, Bruder, jetzt Wie absolut. war Da das? frag. Tal, was war los, Bruder? Ich wurde angerufen, tut mir leid. Ach so. Ah, okay, Jamal, warte, wen? ich Warte mal, hoffe warte nicht mal. Habe ich schlimmes dich da. beleidigt? In den Kommentaren? Bitte? Nee, Also, dieser Babycam. Dann komm doch mal hoch. Sei doch ein Mann. Du sagst, ich hätte beleidigt. Wen habe ich beleidigt? Weil ich gesagt habe, Heuchler, und das auch zu Recht, wenn ein Muslim seine eigene Tafsir, seine eigene Philosophie ruminterpretiert, dann sagt Allah, er ist ein Heuchler. Was ist daran Haben Sie eine ja Beleidigung? Beleidigung? ja, wir machen gleich, Bruder, Dings. Und dein Glaubensbruder, jetzt auf einmal bist du gar kein Muslim mehr, dein Glaubensbruder wurde persönlich, obwohl das mit dem Thema nichts zu tun hat. Dings, daher hörst du mich? Ja, schau dich. Habibi, das sind Yahud gemeint, okay? Ja. Juden, nur Juden, okay. Belgrad, mach weiter. Genau. Ich lese nochmal den Vers vor, Bruder Tahir, und du sagst mal, was du darunter verstehst wieder, Bruder, okay? Ganz langsam. Siehe die Ungläubigen vom Volk der Schrift, also die Juden, wir sind mitgegangen, die Juden, und die Götzendiener werden in Jahannams Feuer kommen und ewig darin verweilen. Jetzt aufpassen. Sie sind die schlechtesten der Geschöpfe. Habibi. Wieso sind die Juden und die Götzendiener die schlechtesten der Geschöpfe? Bruder, warte, Gott hat uns doch erschaffen, ne? Habibi. Bruder, ja. Ja, und die Götzen halt, die erschaffen selber Gott, das ergibt doch keinen Sinn. Aber Bruder, ganz kurz, warum mal bei Juden? Lass mal die Götzendiener. Weißt du was? Ich gehe noch mal mit dir mit. Lass die Götzendiener mal selber. Die Juden. Juden machen auch schlimme Sachen, halt viele Juden trinken Blut und so. Halt diesen Satan. Da, wo hast du das her? Es ist wieder. Woher hast du das da, dass sie Blut trinken? Der ist wieder weg. Trinken Blut, sagt er. Der war voll süß, aber der trinkt Blut. Aber Götzendiener machen selber gut. Dieser Jamal geht mir richtig auf den Keks. Was juckt dich das eigentlich, wie ich reden darf und nicht? Bist du mein Vater? Digga, hat der irgendwelche Hämorrhoiden im Gehirn oder sowas? Was ist los mit dir, Babyken? Was denkst du eigentlich, wer du bist, dass du entscheidest, wie ich reden darf und wer nicht? Zeig mal dein Gesicht, zeig mir das. Diese Leute haben tatsächlich nichts anderes zu tun, Leute irgendwie zu korrigieren oder sonst was. Dein Glaubensbruder wurde persönlich. Ich wurde nicht persönlich. Ich habe nur gesagt, sag mir den Tafsir-Gelehrten. Und er wurde persönlich, okay? Hör erstmal genau hin, bevor du urteilst. Und zweitens, wer bist du, dass du eigentlich sagst, was ich zu tun habe und was nicht? Warte mal ganz kurz, dieser Aldi, du sagst doch, wir sollen Gelehrten nehmen. Habibi, guck mal. Jeder ist bei uns herzlich willkommen. Jeder. Nicht nur ein Gelehrter. Ein Mufti soll sogar kommen. Jeder soll kommen. Jeder soll kommen. Jeder ist herzlich willkommen. Aber wir sind nicht geil drauf auf irgendeine Debatte. Nein, wir möchten einen Dialog führen. Nicht eine Debatte, um jemanden fertig zu machen. Wir möchten es verstehen. Wir möchten es verstehen, weil du siehst in den Medien, du siehst von vielen, die erzählen von ihren Erfahrungen her, was sie so erlebt haben mit Muslime. Deswegen ist die Frage, nicht nur, dass wir uns das fragen, sondern viele fragen sich das. Ich habe es auch schon von Hindus gehört, Muslime mögen uns nicht. Da habe ich von Christen gehört, Muslime mögen uns nicht. Dann höre ich von Juden, Muslime mögen uns nicht. Warum hört man von der Mehrheit, von Andersgläubigen, Muslime mögen uns nicht? Und deswegen wollen wir ja verstehen,
woher kommt das? Ist es der Mensch? Ist es ihre Ideologie, die dahinter steckt? Woher kommt das? Es geht mir wirklich nur darum. Wir möchten es verstehen. Woher kommt das? Woher? Weil viele Andersgläubige sagen komischerweise dasselbe. Wir reden ja nicht nur von Christen. Viele. Wie gesagt, von Hindus habe ich das schon gehört, von Christen, von Juden, sogar auch von Atheisten, dass sie immer Angriffe bekommen von Muslimen. Jetzt ist die Frage, ist es der Muslim das Problem oder ist es der Islam, der hinter den Muslimen steckt? Also was, die Ideologie oder der Mensch? Das wollen wir noch klären. Ideologie oder der kranke Mensch? Das ist die Frage. Mehr wollen wir nicht. Deswegen haben wir eine Quelle, weil wir irgendwie gemerkt haben, festgestellt haben, da gibt es ja doch was. Das ist eventuell die Ideologie, die es irgendwie dazu bringt, den Menschen zu vergessen. Lass uns mal diesen Babycam hören. Guck mal, Babycam, komm mal hoch und sage uns mal ein bisschen über deinen Islam. Wir wollen wissen, dein Wissen allein. Jamal. Komm, Babycam, komm mal hoch. Ja, am besten holst du noch Joker mit rein. Deine Barbie-Puppe. mit diesen Leuten kannst du... Ey, das ist doch der Wahnsinn, oder? Komm, Jamal, Babycam. Ja? Unser Bodybuilder, unser Rambo hier. Der hier meint, der kann ja sicher aufspielen. Komm doch mal hoch, Babycam. So, wir haben einen neuen Gast. Erstmal guten Tag, Weg von hier, oder wie auch immer. Weg von hier, guten Tag. Das war unabsichtlich, sorry. Ah, alles gut. Sorry. Und du hast doch gesagt, sei ein Mann, komm, ja dann komm, komm hoch. Weg von hier. Sei ein Mann und zeig dein Gesicht, ich zeig auch mein Gesicht, komm. Du hast doch gesagt, ich sei ein Mann. Guck mal, Babycam, ich mach dir ein Angebot, komm hoch. Ich weiß gar nicht, was du mit meinem Gesicht haben möchtest. Bist du gay oder was hast du davon? Verstehe ich nicht. Ich sag sportlich, ja. Ist dann der Islam dann damit besser, wenn du mein Gesicht siehst? Hast du dann deinen Islam verteidigt? Was willst du von meinem Gesicht? Ah, Babycam? Ah? Babycam, komm auf! Oder mach so lange mit Moe weiter, weil er war es auch sehr, sehr nett. Okay. Momoen, ich weiß, du bist hier politisch unterwegs, aber dennoch bist du ein Muslim. Nee, Bruder, ich bin menschlich unterwegs, auf keinen Fall politisch. Ich will auch nicht die Religion gegeneinander spielen. Ich habe nur mal eine schöne Tradition, die ich euch mal so rüberbringen will. Es gibt in Jerusalem und in Nazareth gibt es während dem Fastenmonat und während Ramadan zwei schöne Sachen, die wirklich die Menschlichkeit zwischen den zwei Religionen zeigt. Während dem Ramadan vor dem Suhur ein Christlicher durch die Gassen trommelt die Muslime, also weckt die Muslime, damit sie nochmal was essen können. Ja, vor dem Fasten. Und umgekehrt werden während Weihnachten, also an Weihnachten, die Straßen für die Christen geschmückt und das Essen zubereitet. Ja, also das sind so Aspekte, wo ich sage, du kannst Diskriminierung kannst du ausweiten überall auf der Welt, aber lasst uns doch mal so ein bisschen diese schönen Seiten, das Miteinander. Okay, gerne. Also aber, kannst du mir den Vers nochmal vorlesen? Ich werde dir immer wieder dieselbe Antwort geben. Ja. Aber wir haben den Tafsir dazu. Was sagst du von mir aus auch eine unwissende Antwort, sage ich dir ehrlich. Moe, was sagst du zum Tafsir, wenn wir dir den Tafsir zeigen? Also sind ja deine Gelehrten, die es ausgelegt haben. Was sagst du dazu? Sollen wir es dir zeigen? Also, Wuhanjar, du scheinst mir wirklich ein Top-Typ zu sein. Ich kann dir diesen Tafsir jetzt nicht auseinandernehmen. Ja, aber der wird ja erklärt, Bruder. Ich meine, es ist nicht böse. Das heißt, wenn wir den Vers... Ja. Ich meine, wenn wir den Koran festnehmen, gehe ich sogar mit dir mit, wo ich sage, man könnte ihn vielleicht anders interpretieren. Deswegen geht man ja auf die Gelehrte, wie das ausgelegt wurde. Und der Bruder Elianathan hat zum Beispiel die Quelle da mit dem Tafsir. Deswegen finde ich es halt nett, wenn du dir den Tafsir mal anhörst, weil er wird ja erklärt. Also der Vers wird erklärt. Das heißt, man kann nicht mehr links oder rechts oder wenden, wie man will, sondern was sagt der Gelehrte?
Auf jeden Fall, der Jamal ist auf jeden Fall der heutige Gelehrte. Das nennt sich Jamal Bibi Ken Tafsir. Von der Rechtschule. Bruder, lass ihn doch. Das ist doch ein Kommentar. Lassen. Bruder, geh mal auf Dings ein, Bruder. Was sagt der Tafsir über diesen Vers, Elia? Der Moe möchte es wissen. Nochmal was, bitte? Was sagt der Tafsir über diesen Vers, Bruder? Weil wir haben jetzt den Tafsir. Was sagt der Tafsir, also wirklich, über diesen Vers? Wie wird er verstanden? Welcher Vers, Bruder? Ich habe das nicht gesagt. Welcher Vers, Abu Bel, gerade nochmal? Salamu alaikum, eine Frage, ne? Warte, Elias, kurz, warte kurz. Okay. Du meinst den Vers über die Al-Tauba, Vers 29? Nein, der andere. Abu Bel, gerade, hörst du mich, Bruder? Der ist gerade am Telefon wahrscheinlich. Das war nicht Sure 9, Vers 29, oder? Nein, das war nicht das, glaube ich. Ich glaube, das war Sure 8. Sura Al-Anfal? Welcher Vers? Ich glaube. Ich kann jetzt nicht rausgehen von der App. Ja. Weiß jetzt jemand in den Kommentaren nochmal, welcher Vers es genau war, Leute? Ah, Sure 98, Vers 6. Danke, Pastor, Bruder, Herz, Gott segne dich. Elia, Sure 98, Vers 6. Mhm. Warte mal, ich muss kurz lesen. Kein Problem, Habibi, kein Problem. Elias, hörst du mich? Ja. Al-Jena, ja. Bist du Muslim, Elias? Ja, Alhamdulillah. Aber ich habe eine Frage. Bist du ein Mädchen oder ein Junge? Ein Junge. Wie bitte? Ein Junge. Wie alt bist du? 13. Nein, Habibi, geht nicht. Du bist viel zu jung. Ich will nur eine Frage stellen, bitte, bitte. Um was geht's aber? Meint er gerade das gut gemeint oder so? Oder meint er das schlecht gemeint? Wegen was? Tut mir leid. Ich habe ihn rausgenommen, alles, Bruder, wegen TikTok, alles, 13. Alles gut, Bruder, alles gut. Also Sura 98, das ist die Sura, da geht es ja darum, dass wir, und die Sura heißt ja eindeutiger Beweis, ne? Und dort geht es einfach darum, dass die Christen und Juden Götzendiener sind und dass wir das Schlimmste aller, sind die Schlimmsten aller geschaffener Wesen. Das heißt, Allah erschafft Menschen und nennt sie dann die Schlimmsten aller geschaffenen Wesen. Alleine das ist schon auch eine Widersprüchlichkeit. Guck mal, unser Gott in der Bibel sagt niemals, wenn er, Gott ist der Schöpfer über allen Seelen, korrekt? Ja. In der Bibel wirst du nirgendwo finden, dass er sagt, diese Geschöpfe sind die Allerschlimmsten überhaupt. Das heißt, Allah erschafft Wesen, ja, also die Menschen, und weil sie nicht an ihn glauben, sagt er, da sind schlimmer als die geschaffene Wesen. Moe, hörst du mich? Moe? Der Bruder Elia hat den Tafsir. Moe. Und Mo. Das widerlegt auch die Kaaba, weil in diesem Vers geht es zum Beispiel auch über die Götzen in Kaaba. Und er sagt hier in den Tafsir, ein Juwel ohne Farbe ist eine Selbstreinigung, bedeutet sich ohne Belohnung bewusstlos zu machen. Krass. Ja, und das ist ein Riesenproblem, weil die Kaaba stellt ja auch gar keine Juwelen dar. Das ist nur ein lebloser Stein. Ja. Mo, hörst du mich, Bruder? Weil ich will nicht, dass du umsonst redest. Ich will, dass er dir zuhört. Mo. Mo. Mohammed. Weil sonst redest du mit der Wand die ganze Zeit, Bruder. Weißt du, was ich meine? Natürlich hören dich die anderen Leute, aber ich möchte, dass er dir zuhört. Mo, hörst du mich? Der ist... Der macht Kaffeepause gerade, Bruder. Bruder, also wenn ich schon sehe, wie oft Pause, Bruder, ich habe keinen Bock mehr auf Kaffee. Ich habe schon keinen Bock mehr. Muslime können gerne hochkommen. Also die Frage hier ist wird, ja klar. Hier wird mit Respekt gesprochen, das ist sehr wichtig. Mit Respekt. Ja. Hier wird niemand diskriminiert oder bloßgestellt. Das ist ein normales Gespräch. Ganz normal, mit Respekt. Allah. Wir bieten auch sogar Kaffee an, tatsächlich. Wow. Wir haben wirklich leckeren Kaffee. Ja, direkt Arabica. Arabica-Kaffee, ja. Speziell. Und Baklava haben wir auch für die Leute. Ah, der ist raus, Bruder. Schade. Ich hatte noch echt leckere Baklava. Direkt aus Damaskus. Leider wollte der nicht. Kein Problem. Kein Problem. Die Frage ist, hassen Muslime die Christen? Das interessiert uns sehr. Gibt es einen Hass
woher kommt dieser Hass, wenn es einen gibt? Weil das sehen wir, Bruder, das siehst du wirklich weltweit. Allein die Boko Haram in Nigeria, Al-Qaida, TikTok sportlich, IS weltweit, ob in Syrien oder Irak wie damals, ne? Sogar die Hezbollah, Jabal Nasra, woher kommt das? Sogar in dem Süden der Philippinen verbreiten sie Terror, Bruder. In dem Süden der Philippinen gibt es zwei kleine Inseln. Sie verbreiten Terror gegen den ganzen Staat. Sie haben den Staat den Krieg erklärt. In den Südphilippinen, überleg mal. So, jetzt geht's weiter. Myanmar, Thailand. Bruder, gibt es kleine Teile, kleine Minderheiten, wo Muslime sind, die Angst und Schrecken verbreiten. Die gehören auch zum IS zum Teil. Dann so Ableger. Woher kommt das? Woher kommt das? In Indien, Bruder, in Pakistan, weit verbreitet. Und das ist nun nicht mal die Taliban, ne? Die Taliban ist wieder was anderes. Woher kommt das? Dieser Hass gegen Ungläubige. Sie bekämpfen immer Ungläubige oder Menschen, die nicht ihrer Meinung sind. Aber speziell Ungläubige. Woher kommt das? Das würde mich interessieren, Bruder, woher das kommt. Weil wir sehen, im Internet, beziehungsweise im Koran, sorry, im Koran gibt es sehr viele Verse. Sogar komplette Suren, wie die Al-Tauba zum Beispiel. Und das würde mich interessieren. Idris, ich danke dir erstmal, dass du hier oben bist. Guten Abend. Oder guten Tag, sorry. Guten Tag. Und was geht's hier? Ich bin einfach reingegangen. Ich bin einfach hochgekommen. Idris, Assalamu alaikum, Idris. Wa alaikum salam. So, die Frage ist ja, hassen Muslime die Christen? Tschüss. Ist nur eine Frage. Ist nur eine Frage. Also, ne. Kann nicht sein, oder? Nö, ich hasse die Christen nicht. Okay, Belgrad, kannst du dir den Vers kurz vorlesen, weil wir haben einen Verdacht. Wir denken, es könnte vielleicht sein, dass es im Koran steht. Aber wir lesen mal vor und wir möchten, dass du uns das erklärst. Vielleicht verstehen wir es hier falsch. Belgrad, bitte lies mal vor, Bruder. Genau. Ach, was will ich erklären, Bruder? Was soll ich dir das erklären? Keine Ahnung. Alles gut, ich lese es. Nein, Bruder, nur vorlesen. Ich möchte nur sehen, wie du es verstehst. Nur das, mehr möchten wir nicht, Bruder. Das ist keine Debatte. Ganz normales Gespräch. Wie genau. Wenn wir jetzt zusammen jetzt Kaffee trinken würden oder Shisha rauchen würden. Ganz normales Gespräch, Bruder. Keine Debatte. Bitte schön, Abo. Genau. Sura 98, Vers 6. Siehe, die Ungläubigen vom Volk der Schrift und die Götzendiener werden in Jahannams Feuer kommen und ewig darin verweilen. Sie sind die schlechtesten der Geschöpfe. Ist das Ende jetzt, oder? Ja, ja. Ja, ja. Was sagst du dazu, Idris? Kannst du normal vorlesen? So, achso, okay, nochmal, Bruder. Nochmal. Siehe, die Ungläubigen vom Volk der Schrift und die Götzendiener werden in Jahannams Feuer kommen und ewig darin verweilen. Sie sind die schlechtesten der Geschöpfe. Was sagst du dazu, Idris? Hört ihr mich gut? Ja. Ja, ja. Wer ist hier gemeint, Idris? Was denkst du? Was sagst du dazu, Idris? Hört ihr mich gut? Ja, ja, ja. Ich höre mich halt doppelt. Also. Idris, ich nehme dich runter. Du kannst sofort hochkommen. Ich muss dich kurz genau, runter. Genau, lade ihn wieder ein. Ja. Ja, genau. Bei dem war doppelt, Bruder. Sobald man so Anruf bekommt oder sowas, ne, von der App rausgeht, dann ja. Passiert das ja oft. Genau. Idris, du kannst gerne wieder hochkommen. Bruder, ich bin jetzt extra hochgekommen, eingeladen und passiert nichts. Keiner kommt hier, Bruder. Ich glaube, ich gehe wieder nach unten, damit ein paar Leute wiederkommen. Ja, das denke ich auch, Bruder. Sonst denken sie, der ist schon wieder. Nee. Ich wünsche euch auf jeden Fall Gottes Segen. Danke, Bruder. Gottes Segen, Bruder. Ich genauso. Mach euch auf und Baby kennen. Okay, Jungs, Gottes Segen. Gottes Segen, Bruder, jetzt Gottes Segen. Alles Gute, Baby Ken. Gottes Segen auch dir, Baby Ken. Tschüss. Idris, komm gerne wieder hoch. Elia ist sogar für euch rausgegangen. Genau, der ist sogar extra rausgegangen, Bruder. Genau. Es dauert zwar ein bisschen, bis er rausgeht, aber na, vielleicht will er hier bleiben, Bruder. Mal gucken. Elia will hier bleiben, glaube ich. Elia will hier bleiben. Der will hier bleiben. Kein Problem, dann bleibt er hier.
Idris, ich habe dir eine Einladung geschickt. Idris, komm rein, Bruder, komm rein. Es wird unterschieden zwischen gläubigen und ungläubigen Christen. Ein ungläubiger Christ ist kein Christ. Also ist die Antwort, was ich schon bekommen. Es gibt keinen ungläubigen Christ. Ein ungläubiger Christ kann ja kein Christ sein. Macht gar keinen Sinn. Kennst du, Bruder, ungläubige Christen? Ist ein bisschen schwierig, weil... Weil es ist ja keine Nation. Es ist ja keine Nation. Du kannst ja sagen, ein ungläubiger Serbe, ein ungläubiger Araber. Ja, ein Araber, der ungläubig ist, aber ein ungläubiger Christ. Wie soll dann ein Anführungsstrichen, ein Christ, der nach einem Glauben geht, ungläubig sein? Das ergibt ja gar keinen Sinn. Macht so, gar keinen das ist die Sinn. Antwort. Dankeschön. Ist man kein Christ mehr, wenn man sündet? Man sündigt, meinst du? Das nicht, also jeder Christ sündigt. Das ist ja, wir sind ja nicht ohne Sünde. Jeder Christ ist ein Sünder, weil die Bibel sagt, dass jeder Mensch ein Sünder ist, sogar ein Christ. Es gibt keinen Christ, es gibt auf dieser Welt keinen Christ, der nicht ohne Sünde ist. Das ist die Antwort, Bruder. Korrekt. Deswegen an die Andersgläubigen, kommt gerne hoch, wir können hier immer respektvoll miteinander reden. Elia ist sogar für euch rausgegangen, der Todesengel. Deswegen kommt gerne hoch, wir können respektvoll miteinander reden. Schickt einfach eine Anfrage. Damit sind nicht Unitarier gemeint. Unitarier sind ja gar keine Christen. Seid ihr mit Unglaube, die glauben nichts, die sind ja gar keine Christen. Ja, yeah. Absolute Randsekte. Hallo Mo der Fette. Wie nennt er sich? Ich hab nur seinen Namen genannt. Wie nennt er sich Mo der Fette? Wie kommt man auf so einen Namen, Bruder? Wie kommt man auf Mo der Fette, ey? Das gibt's doch bei TikTok-Sport. TikTok-Sportlich. Ich distanziere mich von solchen Wörtern. Ich glaube, da will ich, das will ich sagen, deswegen raus hier lieber. Mo der Fette. Leute, like den Stream, macht die 50k voll. Dann wird das auf die For You gepusht und dann kommen die Andersgläubigen vielleicht auch mal hoch. Ja, ist wahrscheinlich ein Kind, deswegen. Dein Vater. Okay. Ja, hallo? Hallo, Aisa. Grüße euch. Grüß dich. Danke für die Einladung. Wie geht's euch? Alles gut? Ja, und bei dir? Danke. Alhamdulillah, ganz gut. Alhamdulillah. Ich liebe es, wenn Muslime genau so antworten. Alhamdulillah. Ja, es ist immer Alhamdulillah, immer, egal was dir passiert. Muss man, als Christ muss man auch immer sagen, gelobt sei der Herr, mir geht es gut, Halleluja. Das sollte jeder Christ auch sagen, das ist sehr, sehr wichtig. Immer Halleluja. Immer gelobt sei der Herr. Gebe ich dir recht. Wir haben eine Frage hier. Hassen Muslime die Christen? Was sagst du dazu? Nee, das glaube ich nicht. Okay, nee, finde deine Antwort berechtigt. Also du glaubst es nicht. Ja, ich glaube nicht und auch zu beweisen, dass sie auch den nicht hassen. No, nochmal bitte? Es ist auch schon zu beweisen, wenn man die Geschichte gut kennt, wenn man, schau mal, wenn man Beweise sammeln will und Info sammeln will, er muss viel, viel lesen, er muss viele Geschichte kennen, er muss viele Bücher lesen. Wenn man die Geschichte, das komplette Geschichte betrachten, seit das Anfang der Islam, die Christen und die Juden, also die Christen haben Zuflucht bei den Christen gefunden. Die Muslimen, die sind von Mekka nach Al-Madina und der Prophet Mohammed hat gesagt, geht ihr zu dem christlichen König, ihr werdet bei ihm Schutz finden, ja? Richtig, weil, finden, ja? Richtig, weil die Christen sind sehr herzlich. Genau. Wir haben Kirchen, die schon über 1000 Jahre alt, also in Tunesien, ich komme ursprünglich aus Tunesien, wir haben in Tunesien die älteste Synagoge überhaupt in Afrika, über 1300 Jahre, die steht immer noch da. Und wenn du auf Google gehst, findest du Öffnungszeit und gehst, fliegst hin und die Menschen beten. Aber in der muslimischen Länder, deswegen findest du Araber-Christen, Araber-Juden, Araber-Muslimen. Es gibt Tunesier-Juden, der ist Tunesier oder Marokkaner, aber der ist Christ oder Jude. Ja, ja. Das merkt man schon, dass schon für mehr als 1000 Jahre, dass diese Menschen, die haben miteinander gelebt. Ich glaube auch, es gab keine Zeitepoche, wo sich Juden und Christen am sichersten gefühlt haben, wie in der islamischen Zeit, richtig? Genau richtig, ja. Danke, Habibi, danke. Aber Belgrad, bist du da, Bruder? Ja, ja. Zeigen wir mal die Blütezeit kurz in den Vers, lies mal kurz vor, Bruder. Genau. Wir müssen ja immer vorlesen, immer mit Quellen sprechen. Genau, richtig. Und Aisa, dann lese ich dir mal was Schönes vor. Und dann stummen wir uns. Abu Hanja ist ja so nett und hat sich schon gestummt. Und dann erklärst du uns einfach diesen Vers und gibst uns zu verstehen, was dein Gott damit sagen möchte.
Nicht provozierend gemeint, dein Gott, bloß wir glauben nicht, dass der Schöpfer von Himmel und Erde sich im Koran offenbart. Okay. Sure 98, Vers 6. Siehe, die Ungläubigen vom Volk der Schrift und die Götzendiener werden in Jahannams Feuer kommen und ewig darin verweilen. Jetzt Achtung. Sie sind die schlechtesten der Geschöpfe. Ich stumm mich jetzt und du erklärst uns mal jetzt bitte diesen Vers. Genau, danke dir, Robert Grad. Ich warte dann, Habibi, der in Tunesien. Erklär uns doch bitte. Ja, ja. Also es gibt natürlich viele Verse im Koran, nicht nur diese Vers. Es gibt auch andere Verse im Koran, auch der sagt, die Christen und die Juden, die an Gott geglaubt haben und so weiter, die gehen ins Paradies. Es gibt schon auch andere Verse. Es gibt auch andere Verse, die deuten und er sagt, ja, diejenigen, die an drei Trinität glauben, die sind keine Gläubiger. Es gibt auch andere Sätze, auch der sagt, die Christen, die glauben, dass Jesus selber Gott ist, die sind Ungläubiger. Also bezüglich jetzt die Klassifizierung vom Gläubiger und Ungläubiger im Koran, es hängt immer von dem Glauben von dieser Person. Er meint damit, die Christen, die in Paradies gehen, die sind diese Apostel, diese Hawariyun, die glauben an Gott und die glauben, dass Jesus ist ein Prophet. Das ist eigentlich diese Glauben vom Christentum. Du weißt ja, im Christentum, es gibt ja sehr viele Richtungen um Glauben. So wie auch zum Beispiel in Islam gibt es Schiiten, Alawiten, Jaf. Also im Christentum gibt es auch sehr viele Richtungen, Orthodoxen und Katholiken, Evangeliken. Und manche denken, Maria selber ist Gott. Die anderen denken, Jesus ist Gott. Der andere sagt den Sohn, der andere sagt ja. Das. Und jeder sagt was. Bruder Aissa, du holst sehr, sehr, sehr weit aus. Ich bedanke mich. Diejenigen, Ich bin gleich fertig. 5 Sekunden bin ich gleich fertig. Er meinte, mit diejenigen, die glauben, dass Jesus Gott ist oder Maria Gott ist oder nehmen anderen Götter außer Gott, da sind diejenigen, die in der Hölle mit die Götzendiener. Aber die Christen, die glauben, dass Jesus ein Prophet ist und dass Gott ist der einzige Schöpfer, die gehen ins Paradies. Aber du musst diese Gruppe erstmal von Christen kennen. Bitteschön. Erstmal bedanke ich mich für deine Antwort. Du bist sehr, sehr nett und respektvoll. Ich danke dir wirklich. Ich habe jetzt gerade Blatt und Stift bei mir. Wo steht dieser Tafsir, wo du jetzt erklärt hast? Das will ich zu Hause heute Abend lesen in Ruhe. Wo steht denn das, Habibi? Ich auch. Ich habe hier einen Bleistift und ein Papier. Bitte genutzt den Tafsir. Tafsir, nicht Tafsir, ja. Aber 20 Sekunden, ich kann dir den Ayat geben, wo der Gott sagt, die Christen und die Gläubiger, die gehen ins Paradies. Kein Problem, Habibi, ich danke dir, kein Problem. Wir machen das gleich, gehen wir ganz kurz in Tafsir, dann hat der Bruder das auch bei sich und ich auch. Und dann können wir weitermachen, Bruder, okay? Okay, dann warten wir mal auf den Tafsir, Bruder. Genau. Was wird mich jetzt auch interessieren, wir lernen immer was dazu, weißt du, Abu Belgrad? Ja, ja. Wir lernen immer was dazu und das ist sehr, sehr wichtig. Ich hole mal noch jemand anderes in der Zeit hoch, aber das Gespräch mit Aissa bleibt. Ja, ja, definitiv. So. Definitiv. Der kann ja erstmal lange den Tafsir suchen. Ja, ja. Nee, Bruder, wir geben ihm Zeit, alles gut. Er ist ein sehr, sehr netter gewesen. Deswegen machen wir mit dem nächsten Gast. Hallo. Hallo? Bist du ein Mädchen, ein Junge oder beides? Sorry, ich musste das einfach. Sorry. Also Al-Baqara, Sura 2, Ayat 2. Baqara 62. Okay, ich lese es vor. Ja. Warte. Warte mal, ist das der Tafsir oder eine andere, ein anderer Vers? Das ist Koran erstmal. Achso, wir wollen noch ein Tafsir, Bruder. Ja. Lies mal vor. Oder soll ich vorlesen? Nee, ganz kurz, Tafsir wolltest du uns doch geben. Ich gebe dir Tafsir, aber ich habe dir gesagt, ich gebe dir Eier und ich gebe dir Tafsir. Du hast mir eine Eier vorgetragen jetzt. Genau. Ich habe dir eine Eier vorgetragen und dann schau mal, wenn du vier Menschen blind bringst, die sind blind geboren und du bringst einen Elefant und du sagst, jeder soll einen Elefant anfassen. Einer nimmt seine Beine, einer nimmt seinen Bauch, einer nimmt seinen Rüssel und dann sagst du, beschreib deinen Elefant. Jeder wird das anders beschreiben als tatsächlich, was der Elefant ist. Ich bin ehrlich. Genau. Wenn er jetzt einer den Rüssel
Schlüssel anfasst und sagt, wie sieht ein Elefant aus, sagt er so wie eine Röhre und lang. Und der Beine sagt wie ein Turm. Und der Bauch sagt wie ein Ballon. Deswegen wenn gibt es auch Tafsir, weil der Tafsir erklärt, genau, wie wenn du aussieht, jetzt einen Satz bringst, wenn du einen Satz bringst, wo du mir sagst, schau mal, da steht im Koran, die Christen gehen in der Hülle zum Beispiel. Deswegen gibt es auch Tafsir, warte, ich bin noch nicht fertig, Dann bringe ich dir ein Ayah, die sagt, die Christen, die sind im Paradies. Gegenteil. Aber ich möchte den Rüssel nicht anfassen. Aber warte, dass er mir erklärt, wie ein Elefant. Du hast hier zwei verschiedene Ayah. Eine sagt, die gehen in der Hülle und eine sagt, die gehen in Paradies. Dass du da verstehst, du musst die zwei Ayah betrachten ich und verstehe sehen. Ich verstehe gar nichts. Ich verstehe nichts. Ich verstehe es nicht. Ja, deswegen frage ich doch. Ja, deswegen, du verstehst nicht, weil ich versuche dir gerade zu erklären, ich will es verstehen, indem ich einen Tafsir... Wir lesen Tafsir. Wir haben zwei verschiedene Ehe. Du hast in Al-Baqarah 62 sagt, die Christen, die glauben an Gott, die gehen in Paradies. Du hast eine andere Ehe, die sagt, die anderen, die gehen in der Hülle. Okay, gut. Das heißt hier, es gibt kleine Details in dieser Geschichte. Kannst du mir den Tafsir geben, Bruder? Wir spielen auf Detail. Was sind die Details? Warum manche Christen gehen in der Hülle und manche Christen Aisha, gehen... Aisha, du hast gelogen. Dort steht nichts von Christen. Doch, lies mal vor. Du wolltest. Ich lese vor, Sure 2,62. Ja. Siehe, die da glauben und die Juden und die Nazarener und die Sabäer. Wer immer an Allah glaubt und an den jüngsten Tag und das Rechte tut, die haben ihren Lohn bei ihrem Herrn und Furcht... Genau. Hallo, warte ganz kurz. Und Furcht kommt nicht über sie und nicht werden sie traurig sein. Wo steht Christen? Wer sind diejenigen? Nasara, An-Nasara, As-Sabi'in. Wo steht Christen? An-Nasara wa As-Sabi'ina, An-Nasara. Wo steht Christen? Lies nochmal. Wo steht Christen? An-Nasara auf Arabisch. Wo steht Christen? Warte, du willst damit sagen, warte, Habib, bitte, ganz kurz. Man hum An-Nasara, wer sind die Nasara auf Arabisch? An-Nasara. Das ist nicht so emotional. Ganz kurz. Al-Yahud, die Juden. Und An-Nasara. An-Nasara, die sind... Rede doch, Nasara sind Christen. Ja, richtig. Ganz kurz. Ja, ja. Was willst du mit diesem Vers aber sagen? Genau. Also die Juden und die Christen, die gut tun, die gut tun und die glauben an Gott, wo gehen sie hin? Im Paradies. Okay, das heißt, ein Christ, ganz kurz, ich danke dir für den Vers, weil diesen Vers ist sogar für uns noch besser. Ich sag doch warum. Das heißt, übersetzt, ich muss nicht an Mohammed glauben, ich komme trotzdem, ich bin errettet. An richtig. Gott hat gesagt, die an Gott glauben. Richtig, das heißt, ich brauche nur an Gott glauben, aber nicht an Mohammed und ich bin errettet laut Islam, richtig? Wenn du an Gott glaubst, ich glaube an Gott, ich glaube an Gott, ich glaube an La ilaha illallah. Okay, und ich glaube auch, dass Al-Masih Allah ist. Sehr schön. Da kannst du nicht glauben, beides. Aber da steht es doch gar nicht. Da steht doch, ich glaube an Gott, also ich glaube doch an Gott. Ja, aber nicht dein Gott ist nicht der Messias, der Gott, der Koran. Weißt du was? Das ist der Elefant jetzt. Okay, der Koran sagt dir, es gibt keinen Gott außer langsam, Gott. Und du sagst mir, der Gott ist nicht emotional. Bitte nicht emotional. Es ist für mich anstrengend. Warte doch ganz kurz. Kannst du mir das Ziel geben, dass wir errettet sind, auch ohne Mohammed zu glauben? Sag mir das mal bitte. Schau mal, eine Muslim wird nicht errettet, wenn er nicht an Jesus glaubt. Eine Muslim wird nicht errettet, wenn er nicht an Jakob. Ich frag doch die ganze Zeit, ganz, guck mal, ich bin höflich zu dir. Ich bin auch höflich. Zeig mir ein Tafsir. Dass ein Christ errettet ist, obwohl er Mohammed nicht annimmt. Und zeig mir dann bitte, in welcher Epoche. Na, du musst glauben. Warum redest, guck mal, warum redest du dazwischen? Warum? Ja, du musst glauben. So, das heißt, geht es hier um die Christen vor Mohammed oder nach Mohammed? Zeig mir mal den Tafsir bitte. Die Christen vor Mohammed. Ach so, und warum gibst du so einen Vers? Es geht doch um jetzt. Es geht um jetzt, Bruder. Es geht um Muslime, die Christen hassen. Ja, jetzt, auch, jetzt, wenn du an Gott glaubst, Du hast ja gerade selber einen Knockout gegeben mit dem Vers, Habib. Das ist, du hast jetzt den Vers von dem Bruder oben sogar noch bestätigt, bekräftigt, dass wir im Jahannam sind. Nein. Also, schau mal. Du hast ja selber einen Knockout gegeben. Ich meine es nicht böse. Der Vers ist aber gegen dich gerade, Bruder. Wenn du glaubst, dass Jesus Gott ist, du bist. Bruder, dieser Vers ist wichtig, der bekräftigt sogar noch deinen anderen Vers. Ja, Mister. Ich speichere den aber gerade. Das war sogar sehr gut. Merke ich mir. Aisha, danke schön für die Quelle. Den benutze ich jetzt, um Muslime zu widerlegen. Danke. Ja, wenn dir was für eine widerlegen. Wenn du musst gläubig sein, du musst an Gott glauben, das ist deutlich. Du kannst nicht an Jesus glauben als Gott. Ja, dieser Vers, ich danke dir. Entweder gehörst du zu dieser Gruppe oder zu dieser Gruppe. Du kannst nicht in beide Gruppen sein. Erstmal bedanke ich mich dafür, den Eigentor für dich. Deswegen frage ich mal, das ist keine Eigentor. Du musst zu einer Gruppe gehören. Entweder diese Gruppe oder diese Gruppe. Du kannst nicht sagen, ich glaube an Gott und Jesus auch Gott. Du bist Ungläubiger dann. Was ist das? Okay. Was ist dein Verstand? Das ist keine... Also hier geht es um die Christen vor Mohammed, richtig? Ja, du musst in eine Gruppe... Gehörst du zu Christen? Das heißt, die Christen nach Mohammed, auch, guck mal, auch die Christen, die nicht glauben, Jesus ist Gott. Sind die errettet?
die Christen, die nicht glauben, dass Jesus Gott ist und an Gott glauben und an alle Propheten, die sind auch errettet. Auch in der Zukunft? Alle Propheten, ohne Diskriminierung. Nein, warte doch ganz kurz. Es gibt ja heutzutage auch Christen, sie glauben nicht, es sind nur 1%, aber es gibt Sekten, die glauben nicht, dass Jesus Gott ist. In der heutigen Zeit, sind die errettet oder nicht? Ich kenne auch, ich habe Freunde. Sind die errettet, Habibi? Nicht, ob du die kennst. Sind errettet, wenn sie nicht glauben, wenn sie an Gott glauben und Gutes Richtig. Tun und an alle Propheten auch, also glauben. Also in der Zukunft, das gilt auch für die Zukunft. Aber die müssen an Gott und alle Propheten glauben. Bitte, warum drehst du? Ich frage dich doch ganz normal. Bist du schwer vom Begriff? Ich rede doch die ganze Zeit mit dir. Du verstehst hast nicht. Hast du keine Gehirnzellen mehr oder was? Ja, du hast keine mehr. Ich rede mit dir die ganze Zeit ganz lieb und nett. Ich rede auch mit dir ganz lieb und nett. Aber du widersprichst dich selber. Du Nein, ich frage dich nochmal. Guck mal, du kannst nicht gehören zu zwei Gruppen. Nochmal. Die Christen in der heutigen Zeit, die nicht glauben, dass Jesus Gott ist, in der heutigen Zeit, die nicht glauben, Jesus ist Gott, sind die errettet? Ja oder nein? Oder müssen sie Mohammed annehmen? Nicht nur das. Sind die errettet, wenn sie Mohammed nicht annehmen, aber trotzdem glauben, Jesus ist nicht Gott? Sie sind nicht errettet. Gott. Nein, sie sind nicht Dankeschön. Errettet. Dankeschön. Wieso bringst du denn diesen Vers? Warum bringst du diesen Vers? Warum bringst du diesen Vers? Ja, weil dieser Vers sagt dir, diejenigen, die an Gott glauben. Du widerlegst dich doch selber gerade. Merkst du? Isa, ich widerleg dich. Guck mal, in Sure 17, 15 oder 15, 17 steht, Allah sagt, ehe wir strafen wir nicht, ehe wir einen Gesandten schicken. Das bedeutet, es zieht sich bei dem, bevor Mohammed kam und nicht nachdem Mohammed kam. Ich habe ihm geantwortet, Bruder, laut seine Frage. Weil er kann keine Frage stellen. Der stellt die Frage komisch. Nein, kannst du verstehst die, Frage du die deutsche Sprache nicht. Die normale Frage, was er normalerweise sagt, wenn er ehrlich ist und will was wissen. Was habe ich denn gelogen? Wenn er ehrlich und will was wissen, er muss die Frage so stellen. Du erklärst mir eine Frage. Wenn jetzt eine Christ, wenn eine Christ, du lügst bewusst. Du lügst bewusst. Lass mich reden, unterbreche mich nicht. Wenn er ehrlich ist, ein Christ im Jahr 2024. Lass mich reden, bitte. Lass mich reden, unterbreche mich nicht. Aber Mohammed ablehnt. Ist er errettet oder nicht? Deine Frage, du stellst die Frage so, deine Frage ist falsch. Eine Christ, der nicht glaubt, dass Jesus Gott ist und gleichzeitig muss er an Gott glauben und gute Taten macht und an allen Propheten glaubt. Auch Mohammed. Dann ist der errettet. Auch Mohammed? Wenn du mir sagst, auch nee, Mohammed der macht die Hälfte. Er muss macht er an alles. Mohammed glauben? Er macht rein. Die Hälfte und die andere muss Hälfte er an Mohammed macht er nicht. Glauben? Muss an Mohammed er muss glauben. An Mohammed glauben, natürlich. Sehr gut, aber was ist da noch Christ an ihm? Weißt du, was ein Christ ist? Was ist denn ein Christ? Was ist denn ein Christ, Mann? Du kennst das selber nicht, was ein Christ ist. Wie soll man, ist man ein christlicher Muslim oder was? Du musst glauben, es gibt Christen, die glauben, dass Mohammed Prophet ist. Was? Was? Ja, ja. Ich kenne sogar einen Priester, Leute, der glaubt nimm das daran. Auf. Ich glaube sogar einen Priester, der glaubt daran. Ein Priester glaubt Ja, das sind christliche Muslime auf jeden Fall. Priester? Ja, natürlich. Alhamdulillah, natürlich. Alhamdulillah. Warte, hat er gerade gesagt, ein Priester glaubt daran? Ja, genau. Ja, ich kenne einen Priester, der sagt mir, hat mir mündlich und dafür schon mit ihm geredet, hat mir gesagt, er glaubt schon, dass Mohammed Prophet ist. Du weißt aber, dass du lügen darfst, ne? Du weißt, ja, und es gibt Muslimen, die glauben, dass Mohammed Prophet, aber die machen was anderes. Die machen was anderes. Zurück zum Thema. Zurück zum Thema. Du hast gesagt, ein Christ muss Mohammed anerkennen. Ich kenne Muslimen. Damit er rettet ist. Das heißt, ein christlicher Muslim. Schau mal. Ich kenne Muslimen selber. Du bist Taqiyya. Die glauben an Gott. Hayat. Ja, und die machen Unterschied. Weißt du, was das Problem ist? Habibi, du hast ein Problem, dass du für mich zwischen Ich hab sowas noch nie gehört, Bruder. Guck mal, ich debattiere mit so. Ich hab das noch nie. Das kannst du keinem erzählen, Bruder. Das kannst du keinem erzählen. Boah. Das heißt, die Shahada der Christen müsste so sein. La ilaha illallah, Yesuh, la Allah, aber Muhammad Rasulallah. Richtig? Das ist dein Verstand. Das ist dein Verstand, sagt sie. Jawohl, die Religion ist Taten, Rahi, nicht dieses Sprich. Bei dir ist du bist sehr oberflächlich im Gedanken. Religion. Sehr oberflächlich. Religion sind Taten und nicht, was Habibi, du sagst. Habibi, du redest hier Sachen, du gibst dir selber Knockout. Es ist sehr oberflächlich, bist du. Religion sind Taten. Was du tust in deinem Leben, ist das Religion. Wenn du sagst, du darfst keine Kontradiktionen in deinem Glauben haben, wenn du sagst, ich glaube an alle Propheten vom A bis Z,
und ich glaube an Gott, dann bist du errettet. Wenn du kommst und du sagst, nein, aber Belgrad, oder? Ich glaube, dieses Thema ist ja beendet. Die anderen sind Suche blöd, 9, Vers 29. Die anderen, warte, die anderen sind blöd, die anderen sind gut, die anderen sind schlecht. Ich bin der Beste. Ja. Ich glaube an Gott nicht. Du glaubst an Gott, der auf die Toilette geht. Kann Gott auf die Toilette gehen? Alles gut, alles gut. Sehr schön, sehr schön. Suche 9, Vers 29. Wir haben noch eine Frage für dich. Kann der Gott essen gehen? Machen wir. Suche 9, 29. Eine Frage, eine Frage. Ich habe eine Frage. Guck mal, Tunisi, wenn du das fragst, werde ich es gegen dich verwenden. Ist Gott ein Baum? Soll ich aus seiner Ast einen Zahnstocher machen? Weil er ist doch ein Baum, er hat mit Musa geredet. Du kannst nicht glauben, dass Richtig? Gott lebt. Ich kann meine Zigarette durch die Flamme von Allah anmachen, weil er hat durch Musa durch eine Flamme gesprochen. Das ist dein Verstand. Allah ist eine Flamme, richtig? Das steht im Alten Testament übrigens. Okay, ich mach meine Zigarette an mit deiner Flamme. Das steht im Alten Testament. Ja, Bruder, wenn du so redest, muss ich so argumentieren. Ja, dann musst du Alten Testament auch... So, Allah ist ein Baum. Laut deiner Exegese ist Allah ein Baum und er brennt. Schau mal. Ich sag dir was. Wenn du selber verstehst, dass dein Gott geht auf die Toilette, ich finde es nicht Allah gut, ist ein Feuerzeug. Dass du verstehst, dass Allah Baum ist. Er ist eine Flamme. Du verstehst. Laut deiner Auslegung. Du verstehst, Allah du Baum, sagst, kann Allah Gott Mensch. Gehen? Kann Gott Allah ein, kann Vogel, Gott ein Allah Zahnstocher ein... sein, laut deiner Auslegung? Erklär mir mal bitte. Wo steht das? Laut deiner Auslegung müsste Allah quasi ein Zahnstocher sein, weil er der war ein Gott, Baum. Der Allah in Islam, er hat nur Charakter und Eigenschaften. Du kannst ihm nicht beschreiben, was Gott ist. Du gibst ja die ganze Zeit den Knockout, Gott, aber weißt du was, Bruder? Ganz wir kurz, dürfen Gott wir machen es anders. Wir haben einen neuen Vers für dich, Habibi. Suche 9 Mann, Vers ihr macht euch lustig über Gott und Propheten. Nein, du machst dich lustig. Ihr macht lustig. Du redest, wir dürfen du machst nicht mal ein lustig, Bild malen. Du machst dich lustig über den Gott von Mohammed. Machst du dich lustig? Ich respektiere den Gott von Mohammed, respektiere ich mehr als du. Ich respektiere und bete jeden Tag den Gott von Mohammed an. Weißt du, wer das ist? Yeshua al-Masih. Ja, ich glaube nicht an Gott, der essen geht. Das ist der Gott von deinem Prophet, Habibi. Nein, Habibi, ich glaube nicht, dass Gott essen geht. Geht dein Gott duschen und essen? Also ich glaube nicht an einen Gott, der brennt und den du gießen kannst. Was brennen? Was meinst du brennen? Ja, der hat doch gebrannt. Er hat mit Musa geredet. Dein Gott hat gebrannt. Du musst ihn löschen. Er hat nicht gebrannt. Er hat nicht gesagt gebrannt. Komm schon jetzt. Bruder, im Koran steht es. So der Baum brannte. Als Allah mit Musa sprach, durch den brennenden Dornbusch, er brannte. Das heißt, er ist gebrannt. Du musst ihn löschen, Bruder. Du musst ihn löschen. Lösch Allah, Bruder. Das ist, du verstehst, löschen ist das doch. Problem. Habibi, lösch ihn doch. Du musst eine Ausbildung machen bei der Feuerwehr und dann ihn löschen. Darf ich dir sagen? Laut deiner Logik, Habibi, ich rede nur so, wie du redest. Nein, dein Verstand, deine Interpretation. Nicht mein Verstand. Bruder, guck mal. Moses hat Feuer gesehen. Eine Sache überlegen. Schau mal, lass mich reden. Keine Argumente kann man gegen dich verwenden. Ah ja, okay, lass mich reden. Okay, dann hast geredet. Lass mich jetzt kurz mal dir was sagen. Bitte schön, Vater. Bitte schön. Jesus, als er vertrieben ist und der Pharaon hinter ihm und diese ganze Geschichte, der war in Sinai, in diese Wüste. Und diese Wüste, die ist sehr schrecklich. Es ist sehr bekannt, dieser Ort in Ägypten. Und dann er sah Feuer. Und wenn man in der Wüste und sieht Feuer, er freut sich direkt, weil er findet da was, entweder Wasser oder Essen, dass er sich erretten kann. Und diese Feuer, diese Zeichen von Gott, diese Feuer, dass er Moses zu sich holt, dass der Moses kommt. Und tatsächlich, Moses hat gesagt, Leute, ich sehe Feuer, bleibt ihr hier und ich gehe hin, um vielleicht bekomme ich was. Er denkt an Essen oder. Der Gott hat ihm sozusagen mit diesem Feuer gelockt, dass er ihm isoliert rausnimmt von dem Volk. Du kommst hier unwissend. Ich bin unwissend. Ich bin unwissend. Ich danke dir. Erkläre mir bitte. Das ist sehr dämlich. Sura 9. Das ist sehr dämlich, Bruder. Da steht im Alten Testament die gleiche Geschichte. Was erzählst du dafür schon mal? Das ist Quatsch, was du machst. Sehr schön. Ich bin unwissend. Kannst du mir bitte Sura 9, Vers 29 erklären? Bitte schön. Sura 9, 29, lies vor. Ja, ich lese vor. Genau, dankeschön. So. Kämpfet wieder jene von denen, welche die Schrift gegeben ward, die nicht glauben an Allah und an den jüngsten Tag und nicht verwehren, was Allah und sein Gesandter verwehrt haben und nicht bekennen das Bekenntnis der Wahrheit, bis sie den Tribut aus der Hand gedemütigt entrichten. Eise. Was verstehst du unter diesem Vers? Was hast du verstanden? Was bitte, verstehst du? Nein, du. Wir dürfen nicht interpretieren. Wir lügen ja. Du erklärst uns, wie das zu verstehen ist. Ja, weil bitte. Das ist der Punkt, diese Interpretation, Rahul. Für uns ist das Terror. Aber warte, für dich, für dein Verstand, wirklich. Schau mal. Für mein Verstand, weil ich verstehe es falsch. Schau mal, die Rechtsradikalen in der islamischen Länder. Ja. Wenn die den Koran lesen, die interpretieren auch so, wie du interpretierst. Richtig. Und die sind 10%. Du hast 1,5, 1,3, denken anders als die anderen 300.000. Okay. Dann erkläre uns mal, wie das zu verstehen ist. Schau mal,
Und dann die Rechtsradikalen, die lesen und die interpretieren, wie du gerade, weil ich habe auch mit ein paar geredet, wo ich halt in Tunesien oder da waren schon so ein Rechtsradikalen. Er interpretiert, ich kriege eine Krise mit ihm, wenn ich mit ihm rede. So ein Kampf, wie ich jetzt gerade mit dir kämpfe. Er interpretiert, er liest, schau mal, töte ihn, töte denen. Das steht hier. Rechtsradikal ist politisch motiviert. Eigene Interpretation. Radikal islamisiert, also, welche Sura sagt er? Sura? 929. 29? Ja. Ja. Nein, 929. Sura 9, Vers 29. Ach so. Das ist halt der Punkt. Aber ich würde mit euch wirklich respektvoll, ich will gar nicht sagen, was falsch ist oder was, dass ich euch störe, aber ich sage nur, was ich weiß. Das ist ja natürlich meine Glauben aus Überzeugung auch, weil ich nehme die Sache auch mit meinem Verstand und mit meinem Kopf. Und ich sehe ja hier, dass auch auf TikTok sehr viele Menschen, die nehmen Koran und die interpretieren halt so, wie sie wollen. Also kämpf gegen diejenigen, die nicht an Allah und nicht an die jüngsten Tag glauben und nicht verbieten, was Allah und seine Gesandter verboten haben und nicht die Religion, die Wahrheit befolgen. Von denjenigen, denen denn Schrift gegeben wurde, bis sie dann Tribut aus der Hand entrichtet und gefügig sind. Gut, das ist genau, wir kommen wieder auf den gleichen Punkt. Das ist das gleiche Thema, weil wir reden immer das gleiche Thema und das ist das gleiche Richtung vom Denken. Wenn du auch 9,6 Koran liest, 9,6 Sura 9, 6 im Koran liest, kann ich dir auch vorlesen, wenn du möchtest. 25, lies mal Nummer 6, also ein paar Eier davor. Und wenn jemand von der Götzendiener dich um Schutz bittet, dann gewähre ihm Schutz, bis er das Wort Allah hört. Hierauf lasse ihn den Ort erreichen, wo er in Sicherheit ist. Dies, weil sie Leute sind, die nicht Bescheid wissen. Das ist Nummer 6, gleiche Sura Nummer 6. Du hast mir 29 gebracht. Aber du willst 6 nicht lesen, du willst direkt sprengen auf 29. Wenn du eine Serie anschaust, du musst immer erste Folge, erste Staffel bis zum Ende und dann kannst du deine Meinung bilden. Du fängst nicht, ich schaue nur Folge Nummer 6 und dann mache ich mir eine Meinung. Ja? Also wenn der Gott in einer Ehe sagt, davor sagt, wenn er Sicherheit und Schutz und für diese Leute und weil er Gott nicht kennt und empfange ihm und gib ihm Schutz. Und in anderen Eier sagt er, kämpf. Du hast hier genau das Gleiche bei deinem alten Thema, wo wir darüber geredet haben. Du hast zwei es sind keine Kontradiktionen, aber diese Ayat, die herabgesandet wurden, während des Kriegs, wenn das Krieg schon losgegangen ist, der Prophet hat auch Ayat bekommen. Wenn eine Armee im Feld und kämpft und kommt ein General und sagt, kämpft ihr gegen diejenigen, das ist eine Motivation, um zu kämpfen. Diese andere Ayat, die kommt, weil es gab keinen Kampf und die ist nicht herabgesandet in der Zeit vom Krieg und das war nicht Krieg. Und die Christen und die Juden in Islam, die sind genannt als Ahl-Zimma. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat er gesagt, wenn jemand von euch Ahl-Zimma, Christen oder Juden, was Böses antut, er hat mit mir nichts zu tun. Also das heißt, er ist nicht mehr Moslem. Eine von der Voraussetzungen in Islam, dass die Christen und die Juden können mit Muslimen in Frieden leben, die bauen ihre Kirche und die beten und die leben. Daher habe ich dir am Anfang des Gesprächs gesagt, es gibt Araber Christen, es gibt Araber Juden, es gibt hier keine deutscher Muslimen oder deutscher Juden, gab nur in den letzten paar Jahren, weil Demokratie und tolerant und wir sind zivilisiert und jetzt nicht mehr wie früher, weil früher die katholische Imperium Römer, die haben gleich den aufgehängt. Du kannst nicht Römer sein und du lebst mit Katholiken und du nimmst einen anderen Glauben, weil sie werden dich aufhängen. Deswegen gibt's ja keine Skandinavier Original Muslim oder keine. Bei uns ist was anders. Wir haben Araber, die leben seit 1000 Jahren und die sind Christen. Wir haben sie nicht aufgehängt. Die leben zusammen. Ja, du hast sehr, sehr viel geredet, aber nichts gesagt. Erklär mal den Vers. Ich habe dir die zwei Versen gegeben und ich habe die erklärt. Nein, also, geh mal auf diesen Vers ein. Im Krieg, die sind im Krieg, der Gott sagt, er spricht, weil der Koran, er spricht die Menschen an mit ich und wir. Es gibt keine dritte Anonyme, der was schreibt. Er spricht mit ich und wir. Er motiviert sie während des Krieges. Er sagt, kämpft, weil sie waren Minderheit, die waren 300. Das erste Krieg, die Muslimen waren 300. Die Quraysh-Leute aus Mekka waren über 1000. Bewaffnet, voll bewaffnet.
die verlieren normalerweise. Und dieser Ayat immer kommt, um sie zu motivieren und sagt, jetzt komm, kämpft ihr gegen diejenigen, die gegen euch kämpfen, gegen diejenigen, die euch von euren Häusern vertrieben. Das Wort, schau mal, das Wort Jihad, das ist ein fremdes Wort. Die gab nicht an Arabisch, bevor das der Islam kam. Es gab kein Wort Jihad, die ist komplett neu. Als der Prophet Mohammed und die Muslimen wurden gefoltert in Mekka, der Prophet Mohammed hat nicht gesagt, geh und verbrenne sein Haus oder auf der Straße stiche ihm oder töte ihm. Er hat gesagt, wir hauen von hier ab. Wir gehen zu dem christlichen König. Als sie abgehauen sind, sie haben natürlich ihren Geld und ihren Kinder hinter sich gelassen, weil die Kinder und Frauen, die können nicht 400 Kilometer durch die Wüste heimlich laufen. Nur starke Männer könnten erstmal abhauen. Die Ungläubiger, die haben diese ganze Reichtum, Frauen, Kinder, Geld, sie haben alles beschlagnahmt. Und die Araber damals, die waren Krieger, die waren Kämpfer, die wollen nur kämpfen. Es gab einen bekannten Krieg, wegen einer Kamel, 10 Jahre lang haben sie gekämpft. Die Muslimen wollten kämpfen, die gehen zum Prophet und die sagen, wir kämpfen, wir kämpfen. Er sagt, ich komme nicht für Krieg. Es hat 3 Monate gedauert und dann am Schluss kommt das Wort Dschihad. Sagt, der Gott erlaubte euch den Dschihad. Was ist Dschihad? Kämpft ihr gegen diejenigen, die gegen euch kämpfen, die von euren Häusern vertrieben haben. Schneide keine Bäume. Töte keine Zivilisten, töte keine Frauen. Macht das nicht, macht das nicht, macht das, er hat AGBs und Voraussetzungen. Und dann, das ist die erste Folge, erste Staffel. Und dann am Laufe der Zeit, wo nachher immer diese Kriege vorgekommen sind, da kommt diese Ayat, um die Muslimen zu motivieren, um zu kämpfen. Insbesondere, sie waren Minderheit und sie waren schwach. Das ist normal, jede Armee macht sowas. Bitteschön. Wieder sehr, sehr viel geredet und nichts gesagt. In diesem Vers steht, kämpfet wieder jene von denen, welche die Schrift gegeben ward, die nicht glauben an Allah und an den jüngsten Tag und nicht verwehren, was Allah und sein Gesandter verwehrt haben und nicht bekennen das Bekenntnis der Wahrheit, bis sie das Tribut aus der Hand gedemütigt entrichten. Isa, ich habe eine Frage. Gibt es einen Zwang im Glauben? Es gibt keinen Zwang im Glauben. Okay, wieso müssen sie den Islam annehmen, damit sie nicht getötet werden? TikTok sportlich. Wer muss den Islam annehmen? Niemand wurde. Wenn sie den Islam nicht annehmen, was passiert mit denen? Werden sie gestreichelt? Nein, nein. Doch, die werden jetzt gestreichelt, oder? Nein, nein, nein. Wenn du jetzt den Islam nicht annimmst und du lebst in einer muslimischen Gesellschaft, zum Beispiel, du fliegst jetzt, sage ich mal, aber diese Gesetz gab es halt in Islam. Laut nein, in Sure 929, Aisha, du schweißt vom Thema ab. Ich rede jetzt nicht davon, ich rede von Sure 929. Wieso muss man in dem Fall dem Islam beitreten, um zu überleben? Nee, nee, musst du nicht. Es gibt keinen Zwang in Religion, du verstehst das nicht. Nein. Aber nein, da steht, tötet sie. Er motiviert, schau mal, du hast meine Antwort anscheinend nicht verstanden. Ich habe sie sehr gut verstanden. Nee, nee, schau mal, während das Krieg, da sind im Krieg drin und die sind 300 gegen 1000 und die 1000 sind schwer bewaffnet. Jetzt musste eine Nachricht kommen, um die 300 zu motivieren und denen was zu beschreiben, dass sie noch motiviert sind. Bin jetzt wieder da, Bruder. Dann was sagt er? Kämpft gegen wem? Die glauben nicht an Gott, die glauben nicht an Schriften, die machen was Böses. Weißt du, es ist so, ob zum Beispiel dein Bruder kämpft gegen jemanden und du sagst ihm, dieser Mann hat das getan und er hat das gemacht und er hat das gemacht und er erklärt ihm, warum er kämpft. Verstehst du, das ist während des Kriegs. Das ist im Krieg. Okay, das Eiser. Du musst unterscheiden, du hast Konflikt hier bei dir. Du hast wirklich, also deine Denkweise ist ein Konflikt. Alles gut, Es gibt im Krieg, Mitte des Kriegs, du hast ein Schwert in der Hand und auf Pferd und du kämpfst. Und es geht ums Überleben. Und ihr seid 300 gegen 1000. Aha. Und er sagt euch, kämpfe gegen die, um zu motivieren, die glauben nicht an Gott, die machen das, die tun das, die sind Mörder, die sind Kriminelle, die sind das, das ist, jeder General im Krieg macht das motivieren. Also wenn jetzt Deutschland im Krieg geht, gegen zum Beispiel gegen eine Wand, da kommt der eine und... Komm, wir lassen dich gerne weiterreden, Bruder, gerne. Aber du philosophierst sehr, sehr viel, Bruder. Ist nicht böse. Du verstehst nicht. Ich versuche dir, es ist deutlich und klar, aber dein Kopf ist so wie ein Stein. Bruder, nein, nein, nicht Stein. Nein, 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 bitte nicht beleidigen. Guck mal. Nein, es tut mir leid. Es tut mir leid. Ich meine, alles, nicht beleidigen. Alles, aber, ich weiß, du meinst aber ich meine, es ist schon alles erklärt, haben wir darüber geredet, aber du versuchst immer nicht zu verstehen. Nein, Habibi, ganz gut. Kannst du mir einen Tafsir holen? Ein Tafsir. Ich möchte nur ein Tafsir. Ein Tafsir, der das so erklärt, wie du. Nur ein Tafsir, Bruder. Mehr will ich nicht. Ich möchte nicht von ihm, nicht von mir, Abu Belgrad lügt. Ich bin ein Lügner, du bist ein Lügner. Wir lassen nur die Schrift reden. Was sagt dein Tafsir? Mehr will ich nicht. Weil ich bin sturköpfig, richtig. Weil ich nehme nur die Schrift an.
alles, was die Quelle gibt, Bruder, das nehme ich an. Genau. Weil ich mag keine Philosophen. Das mag ich nicht. Ich mag nur, wenn man philosophiert, um was zu erklären, aber nicht in eine Richtung, was nichts mehr damit zu tun hat. Das ist wie wenn jemand mir sagt, erklär mal einen Menschen und ich rede auf einmal über eine Baustelle. Das funktioniert nicht. Genau, auf 23 Jahre der Koran ist herabgesandert wurde. Jeder Satz hat eine Geschichte, hat Geschichte Abend oder in der Nacht oder in Mekka oder in Al-Madina und warum ist herabgesandert wurde und beschreibt was und wegen wem und wo steht das, Bruder? Welchen Tafsir? Kennst du das alles? Kennst du das alles? Nein, zum Beispiel Surat al-Mumtahina. Aber Balkan steht, schreib dir kurz die Quelle auf. Wo steht denn das nochmal? Ich schreibe mir die Quelle auf, Aisa. Komm. Wo steht das, Habibi? Wo steht was? Über hast was? Du mal Kugelschreiber? Roya. Ich schreibe auf. Wo steht das, Roya? Über was? Was wo steht? Sag mal. Quelle, was. Das, was du sagst. Das, was du sagst. Wir möchten nur gucken, welcher Gelehrte das sagt. Yalla. Kugelschreiber's auf. Ich habe sogar mein Arbeitshandy. Ich habe jetzt schon sehr viel geredet. Jetzt weiß ich nicht, jetzt über welchen Punkt willst du jetzt Beweise haben? Guck, was Bruder, willst du? Was über Beweis? Habibi, das ist das Problem. Weil du so viel geredest, weißt du nicht mal mehr, um was es geht. Du weißt ja selber nicht mehr, wovon du geredest. Aber Bruder, wenn du selber noch nicht mal mehr verstehst, was... Stell mal eine gute Frage. Deine Frage ist immer undeutlich. Du stellst immer so krumme Fragen. Okay, wir fragen mal in den Kommentaren. Aisa, bring mir das Beweis, wo er sagt so und so. Ich gebe dir die Bühne. Vor 316, ich gebe dir die Bühne. Ganz genug Stunden, ganz kurz. An alle Zuschauer in den Kommentaren, bitte. Hat jemand meine Frage verstanden? Er sagt, ich stelle immer so komische Fragen. Sind meine Fragen kompliziert? Bitte in den Kommentaren. Schreibt mal mit Ja oder Nein oder wie auch immer. Bitte. Das interessiert mich jetzt. Wir machen eine Umfrage jetzt. Undetailliert, habe ich gemeint. Ja, genau. So, wir gucken, was die Leute sagen. Ob ich undetailliert Fragen stelle. Ja, weil wir haben geredet und dann sagst du mir, bring mir deinen Beweis. So, ich kann dir alles Beweise bringen von alles, was ich dir gesagt habe. Sehr schön. Also antreiben, nein, sehr schön. Also ich danke euch erstmal, Geschwister. Und alle, die auch neutral waren, ich danke euch. Nochmal, Elias, kannst du mir bitte ein Tafsir holen? Bitte. Der Kugelschreiber, da warte, du hast meins auch jetzt. Hier. Nimm Tafsir 9, 6 und 9, 29. Bruder, wo ist der Tafsir, Bruder? Ich will doch mal aufschreiben. 9, 6, 9, 6 und 9, 29. Schau mit zwei Augen. Versuch nicht, eine Augen zuzumachen und nur mit einer Augen zu schauen. Wie der Elefant. Weißt du, ich will keinen Elefant mehr im Schuh sehen. Wirklich. Wegen dir will ich keine Elefanten mehr sehen, Bruder. Sehr gutes Beispiel mit der Elefant. Habe ich ganz spontan eigentlich. So. Nimm beide. Also Leute, ich muss raus. Aber Habibi, wo ist der Tafsir? Guck mal, wir fragen doch, guck mal, wir haben wirklich Respekt, ne? Alle so ich auch, Allah, wirklich, ich hab nichts. Ich liebe euch und ich mag euch. Ich liebe dich auch, Bruder, wirklich, wir haben nichts. Habibi, ganz kurz, bitte, es tut mir leid, wenn wir dir vielleicht irgendwie unsympathisch waren oder vielleicht... Alles gut. Wir meinen es nicht böse, aber guck mal, Bruder, für die Zukunft. Guck mal, eine Nasiha für die Zukunft. Wenn du einen Vers, eine Aya erklärst, dann bitte nicht selber erklären, sondern hol den Tafsir, weil es gibt Leute hier unten, die eventuell Interesse haben, genau, zu verstehen, ja? ob sie den Islam wollen oder nicht, spielt keine Rolle. Es gibt hier Christen und Schau mal. Muslime. Es gibt Christen, die sich vielleicht für den Islam interessieren, es gibt Muslime, die sich für den Christentum interessieren. Okay. Erkläre immer nur mit Quelle, Bruder. Okay. Hab ich dir 9,6 gesagt? 9,6, du hast 9,29, habe ich dir gesagt 9,6. Bruder, wenn ich so mache... In Mathe, es gibt Funktion reciprok. Weißt du, Funktion reciprok? In Mathe, du beweist eine Sache in Mathe mit dem Gegensatz. Weißt du was? Ich gehe mit dir mit Mathe. Weißt wenn ein du, Lehrer mir eine Matheaufgabe erklärt, kommt er nicht mit einer nächsten Matheaufgabe. Verstehst du, was ich meine? Du kannst in Mathe eine Demonstration... Warte, lass mich kurz 3 Sekunden dir was sagen. In Mathe, wissenschaftlich, weil wir haben Gehirn und Verstand, dass wir das mal nutzen. Du kannst auch in Mathe eine Funktion demonstrieren oder definieren mit einer Gegenfunktion. Dass du verstehst, wie diese Funktion... Oder du kommst mit Elefant. Und mit der Elefant. Ich habe dir genug Beispiele gegeben. Du hast Verse 9,6. Du hast gesagt 9,29. Weißt du was? Gesagt, ich habe eine andere Idee, Habibi. 9,6 und 9,29. Du willst aber nicht... Wir machen so. Du willst 9,6 nicht sehen. Wie kann ich dich nennen?
Bruder, Tunis, darf ich dich nennen? Warte, ich bin fertig, ich bin fertig. Du willst 9-6 nicht Nein. sehen, du drückst die Augen zu auf 9-6 und du willst hier vor alle Leute Nein. nur über 9-29. Nein, Habibi, kein Problem. Ich gebe dir, ganz gut, du darfst gerne gleich gehen. Ich möchte nur einen Test machen, ob du wirklich ehrlich bist oder nicht. Suche 78 Vers 33. Kannst du das kurz vorlesen? Ich möchte nur sehen, ob du es auch wirklich so weitergibst, wie es steht, oder anders erklärst. Bitte nur vorlesen, Habibi. Nur noch das und dann kannst du gehen, wirklich. Wirklich. Ich schicke dir sogar, warte mal, du hast null. Wieso schickt denn keiner eine Rose? Leute, was ist los mit euch? Warte, ich schicke dir jetzt eine Rose. Sag, bitte suche 78 Vers 33, Bruder. Okay, warte, so. 78. So. 78, warte, kurz. 78? Ja. Sura 78. Ja. 30, ja. 31? Ja. 33. Nein, 33, Bruder, 33, ja. Aber du kannst ab 30 schon vorlesen, damit man weiß, um was es da geht. Kontext ist sehr wichtig. Guck, Habibi, du kriegst von jedem Liebe, Herze, Bruder, weil es kommt von Herzen. Ich meine es nicht böse. Danke für eure Rosen. Und Leute, bitte auch in den Kommentaren alle ein Herz für ihn, bitte. Alle ein Herz für den Bruder. Islam.de. Okay, also, das sind jetzt der Belohnung für diejenigen, die dann Gott häufen, blablabla, weiter, wahrlich. Okay, kostet, wir werden es euch nicht anders mehren als in der Rhein. Wahrlich, für die Gottesfürchtigen gibt es einen Gewinn. Genau. Gärten und Ehrgänge und Mädchen mit schwellenden Brüsten. Warte, lies langsam und laut, bitte. Genossinnen und übervolle Schar. Ja, es gibt schon sehr viele, es gibt nicht nur diese. Genau, gut. Kannst du noch mal vorlesen, aber langsam. Lies langsam und laut, bitte. Bisschen lauter. Warte, weil ich den ein bisschen... Wir wollen alle den Koran hören. Genau. Ja, genau. Folge 6, also Folge, okay, warte, 78, 33, 32. Langsam und laut. Also, er sagt, für die Gottenfürchtigen gibt es einen Gewinn? So die Übersetzung auf Deutsch. Richtig. Gärten und Beergehinge und Mädchen mit schwellenden Brüsten. Also das kenne ich jetzt nicht. Muss ich auf Arabisch kurz mal auch nochmal einmal lesen? Okay, machen wir Arabisch nochmal, Bruder. Wir warten dann. Kein Problem. Ja, ja. Google Surat al-Anbiya. Ich möchte einfach nur gucken, Bruder, ob du ehrlich bist oder nicht. Deswegen. Alles gut. Nee, ich kenne schon diese ganze Geschichten, habe ich auch gelesen. Aber du hast doch gerade gesagt, du kennst nicht. Ja, nicht das ganze Koran auswendig, aber ich habe das, okay. Ich kenne das schon, ich kann den Koran schon natürlich sehr oft gelesen und über diese Thema vom Paradies und so auch darüber viel gelesen. Ariel, du hast es gemerkt, ne? Ja, danke. Ja, Bruder? Ja. Bruder, ich liebe meinen Kuli, ehrlich, das Beste. Weißt du, was ich aber noch schöner finde? Ich muss aber jetzt wirklich eine Sache sagen, der Bruder ist sehr respektvoll, muss das ich sagen. Stimmt. Sehr respektvoll, sehr nett und höflich, muss man sagen. Egal wie er es interpretiert, er ist nett, muss man echt sagen. Hack ist Hack. Rani, ich suche, weil ich nutze meinen Laptop, der versteht kein Arabisch. Mein Laptop, wenn ich schreibe Koran, dann kommt immer auf Deutsch oder auf Englisch. Das kein, Bruder, kein. Lass dir Zeit, Bruder. Ich versuche da auf Arabisch Tastatur zu schreiben. Ich würde dir so gerne jetzt einen Kaffee ausgeben, wirklich. Sogar mit einem Kuchen, weil du so nett bist. Danke, sehr nett. Du bist auch nett. Gerne, Habibi, danke. Ja, schau mal, Theologie, die Menschen reden in Universitäten, Professoren und so. Also das ist jetzt so wie ein Fußball. Zwei Mannschaften spielen. Es gibt in Afrika oder in Asien, vielleicht schießt ein Tor, kriegt eine Flasche auf den Kopf. Ja. Kommt jetzt da drauf. Aber wenn die Menschen zivilisiert sind und sie schauen zusammen Fußball, die essen Eis und die trinken Bier und die schauen Fußball und egal wer gewonnen hat oder nicht, oder das ist was anderes. Theologie ist auch Wissen. Da kommt doch ein Elefant und spielt auch Fußball mit. Ja, das ist ein Beispiel. Wir machen nur Spaß, Bruder. Alles gut. Koran. Nee, ich habe wirklich Koran, Arabik. Kein Problem, Bruder. Wir warten immer. Erstmal, ich habe schon verstanden eigentlich, was der Satz ist, aber ich versuche mal, das nochmal auf Arabisch zu lesen. Ja. Sprichst du Arabisch, oder? Surat Naba. Ah, ich glaube, ich habe es jetzt. Ah ja, habe ich. Warte mal kurz. Jo. Ja. Inna al-muttaqina mafaza hada'iqa wa anaba wa kawa'iba atraba wa ka'san dihaqa.
Pur. Kawaiba Atraban, das heißt jetzt, wie er der Übersetzer, was hat er gesagt, der Übersetzer? Der Brust der Kawaiba. Schwellende Brüste. Ja, ja, Al-Kawaiba Atrab. Mehr Ma'na Kawaiba Atraban. Das ist der Übersetzer. Ist richtig übersetzt? Ich bin neugierig, ich will sehen bei anderen Übersetzungen, was wurde dann geschrieben. Kein Problem, aber du siehst ja selber, da steht schwellende Brüste, Mädchen. Ja, ja, du, ich kann dir andere Übersetzung geben, der sagt dir was anderes. Es ist, ja, ja, kein Problem, Habib. Weil danach kommt die Tafsir, aber wir machen erstmal das Problem. Kein Problem. Warte mal 20 Sekunden, bitte. Ja, gerne, gerne, Habib. Abu Belgrad, hörst du mich, Bruder? Ja, ja. Ich schicke dir kurz was, damit du vorbereitet bist, falls er es philosophiert. Warte. Weil es gibt 9 Stellen im Koran, wo über die Huris gesprochen wird. Falls er sagt, es geht nicht um Huris. Ne? Nur mal zur Info. Tamam. Sura 78, Vers 33. Ich lese nochmal vor. Jungfrauen mit schwellenden Brüsten, Altersgenossinnen. Diese Aussagen schon. Das ist nicht damit gemeint, das nicht gemeint. Ich kenne nicht. Alles gut. Ich bin vorbereitet. Also, das ist jetzt schon bei der. Hallo, könnt ihr mich hören? Ja. Das ist schon bei der Übersetzung und bei den Arabern damals, die beschrieben natürlich. Du kennst falsch übersetzen? Nee, nee, warte, ich habe noch nichts gesagt, aber ich lass mich. Also, die Araber damals, du weißt ja, die arabische Sprache ist sehr reich. Also, die haben Gedichte damals und sehr viele Gedichte und Beschreibungen im Kriege und wie die Pferde springen und der Staub und diese ganzen Wörter und diese, das haben wir schon damals schon gelernt. Bezüglich Wakawa'iba Atraba, auf Arabisch laut die Ulema, die Übersetzung, die Araber beschreiben die Schönheit von einer Frau, die schönste Zeit von einer Frau, die Schönheit, weil die Araber, die nehmen, sage ich mal, so in dem Zeit, wenn eine Frau 14 oder 15 oder 16 oder, also bei uns jetzt, sag mal, ab 18 oder 19 Jahre ist dann halt, ist eine Frau vollkommen. Oder nehmen wir Arabien, kein Problem, nehmen wir Arabien, 14, 15 ist ein Beispiel, vollkommen eine sehr hübsche, schöne, vollkommene Frau in der Top-Zustand. Also die ist noch nicht, weißt du, das ist wie eine Körbe, die geht nach oben. Oder geht neu, das ist von der Firma neu ausgeliefert, neue Wagen, ja, mach mir Neuwagen. Also, so. Neuwagen. Dieser Zustand, 0 Kilometer, genau. Dieser 0 Kilometer Zustand auf Arabisch, sie beschreiben das ist Plural erstmal. Kawaiba Atraba, yani, das sind, da drin im Paradies gibt es sehr hübsche, schöne Frauen in den Top-Zustand von den besten Situationen. Körperlich und alles. Der Punkt hier aber ist, es gibt aber einen Punkt. Weißt du, jeder Mensch, wie er aufgewachsen in einem Land, das ist normal für ihn. Der sagt, das ist normal. Jeder hat eine andere Moral, ich weiß. Ihr geht nämlich Moral. Genau. Allgemein ist für jeden Mensch Normalität, ist, wie du aufgewachsen bist. Das ist die Normalität. Bei jedem Mensch. Die Araber damals, was ist denn für uns zum Beispiel jetzt 2024? Wir denken immer Lamborghini, Ferrari, Geld, Gold, Diamanten und Schlosse. Ja? Die vor 1400 Jahre, die haben andere Level vom Genuss. Du kannst nicht jetzt ein Kind vor 1400 Jahre, du sagst ihm, du kriegst ein PlayStation und Xbox. Okay. Der versteht dich nicht. Xbox und PlayStation. Also ich halte mal fest. Ich bin noch nicht fertig, gib mir 10 Sekunden. Bitte, dann bin ich fertig. Der Gott muss mit diesen Menschen sprechen. Also wenn ich jetzt ein kleines Kind vor 1000 Jahren, der steht jetzt vor dir und du willst ihm was beschreiben, was schön ist. Du kannst ihm nicht sagen, ich schenke dir PlayStation oder ich schenke dir Xbox. Er versteht dich nicht, was du sagst. Du musst ihm überzeugen mit Sachen, die er schon in sein Leben kennt. Also die Araber damals, was kennen? Sie haben Pferden, Zelten, Wüste, Frauen, Schönheiten und sie haben bestimmte Sachen. Und wenn er sie jetzt der Gott als den Belohnen nennt, hohe normal, das Paradies hatte drin, was keine Augen gesehen hat und keine Ohren davon gehört hat und kommt nicht an Gedanken einen Mensch. Du weißt nicht, was im Paradies ist, aber der Gott, er will ihm mindestens was beschreiben, was er vielleicht mag. Er sagt ihm, schau mal, ich habe das auch hier. Ich habe aber viel mehr, als was du denkst. Aber er muss ihm was beschreiben. Der Unterschied, Normalität, warum habe ich gesagt normal für dich, wie ich aufgewachsen bin und wie du aufgewachsen bist? Du bist aufgewachsen als Christ. Wenn du ins Paradies gehst, du gehst mit deiner Seele. Bei mir, ich bin so aufgewachsen als Moslem, wenn ich ins Paradies gehe, ich gehe mit meinem Körper, mit meinen Haaren, mit meinem Fleisch, mit meinen Fingern, mit meiner Nase. Es ist so wie, du packst deinen Koffer und du fliegst jetzt nach New York, neuer Job. Das ist genauso. Wenn ich da reingehe ins Paradies, mit meinem Fleisch, mit meinem Blut, mit meinem Kopf,
Und es gibt Stühle, es gibt Araek, es gibt Paradies, es gibt Wasser, es gibt Trinken, es gibt Essen, es gibt Heiraten, es gibt Kinder. Du kannst, also Sex ist Genuss. Es ist nicht eine Sünde. Es ist ein Genuss. Es ist eine intime, sehr intime Beziehung zwischen einem Mann und einer Frau. Und die sehr liebe Beziehung. Du kannst sie natürlich schlecht machen, indem eine unterdrückst oder den tötet oder die böse Sachen machst. Aber in Realität, der Gott hat uns diese Sex gegeben als Genuss auch. Das heißt nicht, dass du im Paradies darfst du dann keinen Sex mehr haben. Warum? Also für mich ist besser. Es gibt keinen Mann oder keine Frau, die sich darüber beschwert. Ich beschwere mich nicht, wenn ich Sex habe im Paradies. Ich freue mich. Okay, du willst fertig? Du willst nicht, das ist deine Sache. Jeder kann für ihn normal. Das ist bei, für mich, das Genuss ist viel wertvoller als das Genuss, was du denkst, mein Mann. Habibi, also jetzt nochmal. Du findest es also normal, dass du bei Gott Frauen poppst mit schwellenden Brüsten, ja oder nein? Aber du heiratest Frauen auf die Erde. Nein. Ich rede jetzt wirklich. Genau, richtig. Nicht wild, nicht in diese aggressive Ton. Schau mal, du nimmst eine aggressive Ton. Dein Ton. Okay, wir machen anders auf die Frage ein. Eine andere Ton. Ich stelle die Frage anders. Zum Beispiel. Ist es für dich okay, dass man im Jannah, im Paradies. Sex hat. S-E-X hat. Ah, okay. Außerhalb seiner Ehefrau. Außer. Und er trinkt Alkohol. Allah, ja. Er hört Hardrock. Er hört Hardrock. Schau mal, du nimmst die Sachen. Wir haben AirPods drinne dabei, Bruder. Du nimmst die Sachen nicht wirklich so. Abibi, wirklich, du bist der Beste, ehrlich. Ich bin so, du hast meinen Tag gerettet, weißt du, weil du bist so sympathisch und so nett. Aber eine Sache muss ich sagen, Bruder, bitte. Sei ehrlich, weil das war jetzt ein Test, sei ehrlich. Darf man im Paradies mit den Frauen SEX machen? Ja, wenn du reingehst, sag ihm Gott bitte, ich will nichts. Ich will es selber machen. Für mich mache ich es. Ich mach's nur selber. Allah sagt doch nicht, ich helfe dir. Aber du hast wirklich SEX mit den Frauen im Paradies. Schau mal. Ja. SEX ist ein sehr schönes Gefühl, denn der Gott uns gegeben hat. Das ist keine Sünde. Das ist im Gegenteil. Das ist ein Genuss. Das ist was Schönes. Du hast Warum was ist das eine Sünde? Aber für das Nutzung, es gibt Gesetze, es gibt AGBs für Nutzung, Nutzungs-AGB, das ist der Schöpfer. Wenn eine Firma produziert ein Gerät, sie gibt dir ein Anleitungsbuch und Nutzungsbedingung, wie du das benutzt. Wenn du jetzt deine Laptop in die Toilette reinschmeißt und abspülst, das ist deine Sache, du kannst machen, was du willst. Aber, nee, das habe ich verstanden, Bruder, das habe ich verstanden. Aber die AGBs, ja. SEX ist ein sehr schönes Gefühl, hat uns der Gott das gegeben, um die Beziehung noch enger zu machen. Alhamdulillah. Einen Genuss und du kannst heiraten und du zeugst Kinder. Hayat, richtig. Und Paradies zeugst auch Kinder? Alle Propheten haben geheiratet. Bruder, im Paradies, nicht auf die Erde. Dunya, lass du. Wir reden über nicht das Diesseits, ja? Ja. Über Jenseits, ganz kurz, Habibi. Im Paradies kriegst du dann auch Kinder, oder? Oh, das weiß ich nicht, aber was ich weiß, aber SEX machst du dann nur? Ja, aber er sagt, du kriegst alles, was du willst. Okay, das heißt, wenn du oben bist im Paradies, dann esst du doch und trinkst du doch auch Alkohol, richtig? Alkohol, nicht der Alkohol, denn du jetzt schon damit Alkohol... Alkohol, was dich nicht berauscht. Es steht Alkohol, wo dich nicht berauscht. Ja, du bist abgelenkt, komplett abgelenkt vom... Baby, ich gehe mit dir mit, du bist abgelenkt. Das heißt, du trinkst Alkohol, was dich nicht berauscht, du isst nicht alles, ne? Da gehst du auch aufs Klo... Ich gebe dir ein Beispiel. Wenn jetzt ein Alkoholiker ja. gewinnt 10 Millionen Euro in Lotto, okay, und er ist auf dem Weg, Alkohol zu kaufen, und er macht sein Handy auf, es schaut in seinen Schein und er sieht, er hat 10 Millionen Euro gewonnen. Denkst du, er geht weiter zum Supermarkt und kauft Alkohol und geht nach Hause saufen, oder geht er sofort zum Lottogeschäft und holt die 10 Millionen? Okay, Bruder, aber ganz kurz, Habibi. Antworte die Frage. Ich hab's verstanden, Bruder. Die Männer dürfen oben SEX machen mit ihren Frauen. Was, Bruder? Die dürfen SEX machen mit diesen Jungfrauen, richtig? Männer, Frauen. Es gibt Männer, die sind gestorben, ohne zu heiraten, auch zum Beispiel. Es gibt Habibi, kein Problem. Die Männer, es geht hier nur um Muslime. Warte, es geht nur um den Muslim, nicht Muslima. Und? Was bekommt die Muslime? Auch Jungmänner oder was bekommt die? Die Frauen bekommen auch genau das Gleiche, es gibt keinen Unterschied. Auch 72 Männer mit einer Palme wahrscheinlich dann, oder wie? Ich weiß nicht, 72 Männer habe ich nicht gelesen.
Aber das ist jetzt schon eine andere Geschichte. Also beim Frauen, schau mal erstmal, die Frauen jetzt. Das ist eine andere Geschichte. Weil du hast gesagt, es ist ein die schönes Frauen Gefühl. Erstmal, SEX? Schau mal. Ja, ja, ich erkläre es dir. Ich antworte dir, SEX. Schau mal, das ist diese SEX für die Frauen. Die Frauen, die muslimische Frauen, die gehen in Paradies. Die sind viel, viel, viel hübscher als die Frauen von Paradies. Viel hübscher. Mhm. Da sind die Diener von denen. Das heißt, eine menschliche, eine irdische Frau, die ins Paradies geht, sie wird die Königin und die anderen Frauen vom Gender, sie werden ihr Diener sein. Und wenn ein Mann verheiratet und geht mit seiner Frau ins Paradies, das ist eine andere Vorstellung, die wir auch nicht vorstellen können. Er sieht seine Frau, die hübschste Frau überhaupt im Paradies. Genau, das heißt die Ehefrau, Leute bitte alle gut zuhören. Leute, er hat was sehr Wichtiges gesagt. Ich danke dir, ist ehrlich. Bitte alle gut zuhören, Abo Belgrad, es wird jetzt sehr interessant. Die Ehefrau ist die schönste unter den Jungfrauen. Stimmt, richtig? Ja. Sehr schön. Sie ist die schönste und sie muss aber wissen, dass er gerade bei einer anderen bumst. Sorry. Ja, Uldi, du hast... Schau mal. Bring mich ins Paradies. Bring mich ins Paradies. Aber ist die... Aber sie ist doch die schönste. Wieso hat er noch Lust, eine andere zu knallen? Woher weißt du, dass er über den genau redet, er? Du hast doch gesagt, die ist die schönste. Wenn sie doch die schönste ja, will ein Mann auf andere Frauen. Allah wird so sagen, Habibi, deine Frau in dieser Dunya langt dir auch im Jannah. Für was kriegst du noch Jungfrauen? Für was? Eine fehlende Brüste. Langt doch, Habibi. Du hast mir gefragt. Sie hat keine Haare im Körper. Sie muss sich das mal lasern. Die ist schon gelasert oben. Schau mal, du hast mir gefragt, ob die Frauen, wie sind die muslimische Frauen im Paradies? Ich habe dir gesagt, die sind viel hübscher als die anderen Bewohner, als die originale Frauen im Paradies. Die sind viel hübscher. Okay, deine Frage ist, du hast mir gesagt, warum darf sie nicht 20 Männer oder 30 Männer oder 40 Männer haben? Ich habe dir gesagt, für diese Frau, ihr Mann ist der beste überhaupt, der beste Mann im Paradies und sie sieht nur ihn. Das ist vom Gott so. Und er ist der Hübschste. Der Gott macht dich glücklich, wenn du ins Paradies gehst. Es gibt keine Neid, keine Ärger, es gibt keine Fremdgehen, es gibt keine böse Blicke. Es gibt, die sind alle komplett rein, komplett rein, genau. Weiß das heißt, und rein. Das heißt, diese Gedanken, was du jetzt hast auf dieser Erde, gerade und du sprichst in TikTok, dass eine schläft mit der andere oder eine hat 20 und andere hat 30, das ist nur so ein Quatsch. Und, aber woher kommt und, dieser und Gedanke? Müll, und Müll. Habibi, woher kommt dieser Gedanke, dass eine Frau von dem Dunya, Teufel, von dem Teufel. Mastachicha, ein Mann kriegt in dieser Dunya, in dieser dreckigen Dunya, in der sündigen Dunya, bekommt er bis zu 4 Frauen dafür heiraten. Mhm. Im Jannah bekommt er wieder mehr Frauen. Bist du 72? Jetzt frage ich dich. Wann kann die Ehefrau endlich mal sagen, Alhamdulillah, der Mann gehört endlich nur mir. In der Dunya hat er nicht mehr gehört, aber wenigstens in Jannah. Nein, ja Albi, in Jannah bekommst du ihn auch nicht alleine, weil er hat noch 72 andere und im Vergleich zu dir hat sie schwellende Brüste. So 80 Vers 33. Das ist unfair, Habibi. Schwellende Brüste, das ist der Übersetzer, du verstehst nicht, der Übersetzer vom Koran, der das übersetzt hat, in anderen Übersetzungen ist anders geschrieben. Der Übersetzer von diesem Koran, Kawa'iba Atraba auf Arabisch, ein Wort gesagt, in Plural sogar, Kawa'ib, in Plural, und Atraban, in Plural. Er hat nicht geredet über eine einzige Frau, die große Brüste hat, sondern er hat in Plural gesagt, den Satz beschrieben, der beschreibt von der schönste Zustand für eine Frau. Richtig. Wenn der Brust hoch ist, wenn der Popo so ist, wenn die Beine so sind, wenn der Schulter so ist, es ist eine allgemeine Beschreibung. Okay. Nimmst du nicht den Teil, den unteren Teil und konzentrierst du dich nur auf den unteren Teil, um irgendeine untere Nein. Meinung weiterzumachen? Weil die Huris, Habibi, die Hur al-Ain, die werden im Koran an 9 Stellen beschrieben. Und es gibt ja noch außerhalb auch die Hadithe, also die Jungfrauen werden sehr oft erwähnt. Im Koran allein in 9 Stellen, jetzt frage ich dich, die haben ja schöne große Augen, eine schöne ohne Haare. Wie das Kind mit PlayStation, habe ich dir gesagt. Aywa, aber der Unterschied zwischen PlayStation ist, man sagt, es ist PlayStation 3, er hat dessen, diese Funktion und das war's. Aber im Koran wird da noch was anderes beschrieben. Ja, weil vergiss nicht. Weil der PlayStation, Habibi, PlayStation darf eine Frau und ein Mann. Ganz kurz. Ja, aber dieses PlayStation mit dieser Frau darf nur ein Mann darf sie auseinandernehmen. Die Frau bekommt keine Männer, nur ihren Ehemann. Meinst du in Paradies oder meinst du jetzt? Genau, die Frau bekommt nur ein PlayStation, den nur sie spielen darf, das ist nur ihr Ehemann. Aber er darf mit seinem PlayStation alle auseinandernehmen. Du redest über jetzt auf die Erde, meinst nein, du? Nein, Jannah. Oder Jannah. Okay, ich habe dir gesagt, warum habe ich dir gesagt, das Beispiel weil von hier, PlayStation? Weil hier auf der Erde, Bruder, darf er 4 Play spielen. Der Mann darf auf dieser Dunya 4 Play spielen und im Paradies 72 Play.
Schau mal, erstmal, da sind jetzt gerade, die sind gerade zwei verschiedene Themen, über mehrere Frauen zu haben oder mehrere Frauen im Paradies zu haben. Die sind jetzt zwei verschiedene andere Geschichten, hast du es jetzt gerade miteinander vermischt. Ich habe dir gesagt, das Beispiel mit der PlayStation und Xbox, weil die Kinder damals, vor 1400 Jahren, die kennen den PlayStation nicht. Nur jetzigen Kinder kennen das. Wenn der Gott spricht diese Menschen an, die vor 1400 Jahren gelebt haben, um denen zu überzeugen und denen Belohnung zu sagen, er sagt nicht, du bekommst ein Ferrari, Lamborghini. Sie kennen ja keine Ferrari, Lamborghini. Er sagt ihm, oder du bekommst eine, weiß ich nicht was. Der kennt das nicht. Er muss der Belohnung so erwähnen, dass sie das verstehen können. Und was die Araber in der Zeit am meisten liebten und mögten und was da, weil er sagt nicht Lamborghini und Ferrari. Er sagt hübsche Frauen, schöne Pferde, schöne Sitze, schöne Zelten, schönes Milch, Buttermilch, Datteln, Banane. Warte, Bruder, woher kommt die Milch? Lamborghini, Ferrari. Woher kommt die Milch? Warte mal, manches jetzt Metapher, woher kommt die Milch? Meinst du aus den schwellenden Brüsten oder was meinst du jetzt? Nein, ich sage, normale Milch. Du hast mich verstanden. Du hast mich verstanden. Ich gehe davon aus, dass du mich verstanden hast. Okay, nochmal festhalten. Das heißt, die können dort essen, trinken. Das heißt, die gehen auch aufs Klo. Genau. Vielleicht, wenn er dich anspricht, vielleicht er sagt dir, Lamborghini, Ferrari, du lebst 2024. Wenn der Gott jetzt mit dir jetzt einen neuen Koran schickt, vielleicht sagt er dir, du kriegst Lamborghini. Aber okay. Wir halten fest, Habib Albi, wir halten fest. Erstmal, ich danke dir für deine Ehrlichkeit. Wir haben einen neuen Gast, ganz kurz. Elia Nathan, hörst du mich, Bruder? Wir haben das Thema Elia, Hur al-Ain, die Jungfrauen im Jannah. Im Paradies. Elianata, mein gesegneter Bruder. Ich habe eine Frage. Ja. Die Jungfrauen werden ja beschrieben, ne? Es gibt ja 9 Stellen im Koran, wo die über die Jungfrauen, über die Huris gesprochen werden, richtig? Korrekt. So. Dann gibt es ja noch außerhalb dem Koran, gibt es ja auch noch die Hadithe, da werden ja auch die Jungfrauen sogar beschrieben, sogar mit 72, richtig? Jetzt ist die Frage, die Ehefrau soll ja die schönste unter den Jungfrauen sein, sagt der Bruder oben. Richtig? Nein, das stimmt nicht. Okay, das heißt, die Ehefrau eine Frau, ist nicht eine Frau, laut islamischem Konsens ist das so, wenn die Frau verheiratet ist mit diesem Mann, sie wird dann immer noch im Himmel mit dem verheiratet bleiben. Richtig. Punkt 1. Und Punkt 2, die Frau wird niemals irgendwelche 72 Männer bekommen, ja, sondern sie wird nur mit dem Mann verheiratet sein. Schlussendlich nur der Mann quasi die Jungfrauen bekommen und nicht die Frau. Und was bekommt sie eigentlich? Nur ihr Mann? Nur ihr Mann, ja. Okay, und noch was anderes? Lambo? Genau, also die werden nicht nichts. Nur, und das, was er gerade gesagt hat, dass angeblich nicht runde Brüste stehen, ist komplett eine Lüge, sondern das Wort für runde Brüste ist auf Arabisch Tarhat. Das bedeutet ganz klar, dass Ibn Kathir das genauso auslegt, Wort für Wort. Dann haben wir von Al-Tabari, er sagt hier, von Al-Nawai, sagt die Brüste volle Tagbat, also runter Fahad geworden sind. Aha. So. Und das ist von Al-Razi in seiner Tafsir Band 8, Seite 311. Also tatsächlich sind da runde Brüste damit gemeint. Runde Brüste, genau, runde Brüste. So, und Punkt 2, der Muslim, der wird nicht nur Jungfrauen bekommen, er wird auch Knaben bekommen. Junge Knaben, Boys. Also junge kleine... Genau. Die werden auch junge Boys bekommen, indem sie quasi die Junge, dass die Jungs... Hol Beweise. Wo hast du das? Ja, Sura 52, Vers 24. Okay, dann lesen wir mal vor. Aber Belgrad, lest bitte vor. Habibi, wir machen alles nur mit Quelle, nicht Philosophie. Ja, aber diese Geschichte. Sura 52, Vers 24, bitte lesen. Ja, diese Geschichte kenne ich schon. Bruder, wir reden. Habibi, wir machen das für die Zuschauer. Dann haben wir auch selbstverständlich Sura 56, Vers 12, Vers 19. Dort steht ganz klar, dass diejenige, die immer bestehen bleiben, bitte lass mich ausreden. Wenn vorlesen. Du möchtest, schlag auf und lies. So, ich kann jetzt vorlesen sogar. Du bringst Beweise, du musst es vorlesen. Aisa, ich lese vor, okay? Sure 52, Vers 24, das ist der erste Vers. Ich lese ab 22. Wir müssen ja immer den Kontext in Betracht ziehen. Richtig, immer Kontext, genau. Genau. Und wir wollen sie reichlich mit Früchten und Fleisch versorgen, wie sie es nur wünschen. Und reichen sollen sie einander darinnen, einen Becher, in dem weder Geschwätz noch Versündigung ist. Und die Runde soll unter ihnen Jünglinge machen, gleich verborgenen Perlen. Ja. Und die gleichen Perlen werden auch für Jungfrauen
auch benannt. Und diese junge Perlen werden auch für junge Boys auch genannt. Also der Begriff, okay. Mhm. Interessant. Mhm. Tunisi Habibi, du darfst Perle sagen, für was? Bäume wie Perle oder Menschen wie Perle oder was ist hier das Problem? Verstehe ich nicht. So, das Problem ist, wir haben zum Beispiel auch Hadithen, die das genauso auch bestätigen. Die ganz klar sagen, in Sunna ibn Majah, dass sich darauf bezieht, da sind tatsächlich junge Knaben gemeint sind. So wie der gelehrte Ibn Abbas sagt, junge Perlen sind halt Jungfrauen. So werden die auch genannt. Aber die junge Perlen werden auch Jungs damit gemeint. Jungs, genau, kleine Jungs. Jawohl, die im Islam, die werden ermordet, Todesstrafe für sowas. Was erzählst du? Kannst du Arabisch? Ja, das ist Todesstrafe. Wenn du eine Frau vergewaltigst, Todesstrafe. Wenn du Was redest du da? Was redest du? Okay. Okay, Leute, wir lassen wir lassen jetzt die Quelle sprechen. Okay, nee, lieber. Nee, du willst mir sagen, wenn es Todesstrafe ist auf die Erde, wenn du so. Ich verstehe, ich keine Ahnung, was du damit meinst mit Todesstrafe. Irgendwas philosophierst du hier rum. Wenn du sagst, du hast gesagt, was meinst du damit jetzt mit Jungs? Das ist jetzt bekannt im Koran, sehr viele Sätze erwähnt. Wenn du auf eine Hochzeit gehst, und dann du findest zum Beispiel 6-7-jährige kleine Mädchen, die verteilen dir Süßigkeiten. Oder wenn du jetzt ein Fußballspiel, wenn alle Fußballer am Feld stehen und kleine Kinder vor denen. Ja, aber guck mal, hör auf. Was ist denn das Problem bei dir? Dein Kopf da, denkst du, an was denkst du mit deinem Kopf? In welche Richtung? Hör auf, rum zu philosophieren. Also was ist denn du hin mit deinem Kopf? Ich versuch mal zu verstehen. Okay, kein Problem. Dann halten wir mal fest. Wir halten aber fest, wir bleiben erstmal noch bei den Jugendfrauen. Die Jugendknaben kommen gleich nochmal ins Spiel. So, wir halten fest. Wenn Kinder verteilen Süßigkeiten und Getränke, was denkst du damit, dein Kopf? Was willst du damit machen? Was für ich, Habibi. Ja, Habibi, verstehe nicht deinen Kopf. Möchtest du die Quellennamen oder möchtest du mit mir? Okay. Was für eine Quelle, wo geht dein Kopf hin? Habibi, tun es wir lassen die Quelle. Elia, bitte. Möchtest du die Quellen haben oder möchtest du es ja? Du hast gerade gelesen, wir haben deine Quelle gehört. Wir haben deine Quelle gehört. Sie McDonald's, Chicken Burger, Cheeseburger, ja, sind lass wie Pille. Beiseite. Ja, sie sind wie Pille. Was du magst, interessiert dich nicht. Deine Quellen sagen. Es tut mir leid, wenn dein Kopf geht in eine andere Richtung. Ja, aber du hast zu viel Shujuk gegessen oder so. Man muss nicht wissen, was du hast. Wir haben Chai für alle, wir haben Baklava für alle. Bitte, wir haben Baklava für alle. Wir lassen jetzt mal die Quelle sprechen. Keine Ahnung, ist Shujuk zu viel oder ich weiß nicht, hast du Bauchschmerzen, dann tut es mir leid. Ich freue mich, wenn ich nur ein Bauchproblem habe. Du hast ein Kopfproblem, wenn es bei mir im Bauch, bei dir im Kopf. Sura 76, Vers 19, diesmal. Ja, Hafiz, komm. Komm. Schlag den Koran auf, schlag den Tafsir auf, ich sag dir das sogar. Ja? Komm. Ich sag dir sogar, Sura 76, Vers 19. Wenn du Beweise bringst, musst du uns vorlesen. Ich sag dir das. Ich sag dir, schlag Sura 76, Vers 19 aus. Ja, lies mal vor. So, okay, ich lese das euch vor. Um sie herum werden Jünglinge gehen, die deren Alter sich nicht verändern, und sie werden wie Perlen sein, die dienen werden. Ja. Das heißt, kleine Jungs werden dir dienen. Die sind klein im Paradies, gibt schon Kinder, die leben im Paradies schon für ewig. Und die werden dir dienen. Schlag dein Tafsir auf. Die werden nicht alt. Shujuk, Allah Akbar, bitte schlag Tafsir al-Jalalain Ibn Kathir auf und mach deine Kamera an. Reicht doch, Shujuk hier, Bratwurst hier, Chickenburger hier, Kopfdrehen, Breakdance, Bauchtanz, lass das doch, diese ganze Geschichten. Schlag deine Tafsir auf. Ja, du hast doch den Satz gelesen. Wo ist dein Beweis? Ich erwarte deinen Beweis. Schlag deine Tafsir auf. Also heute, ganz ehrlich, ich weiß nicht. Schlag die Tafsir auf. Schlag Ibn Kathir, mach deine Kamera an. Was und dann sagt, schlag den Vers auf. Was sagt Ibn Kathir? Komm, lass mal Cheeseburger, Chickenburger, ist okay. Ja, du kannst keine Beweise nennen, Mann. Was holst du mir? Koran, Kinder verteilen oder Jugendliche verteilen? Wenn ich dir das jetzt beweise, schwarz auf weiß. Ich habe eine Frage. Lass mal Chickenburger jetzt. Wo geht dein Kopf hin? Was willst du mit deinem Kopf hingehen? Was machen diese Leute mit den Kindern? Okay, Elia, wir machen es anders. Ganz kurz. Döner, Pizza. Ich bin hier der Schiedsrichter. Wir machen es anders. Nur Liebe, Bruder. Wir machen es anders, Habibi. Ganz kurz. Wir haben hier einen Gast und wir müssen den Gast gut behandeln. Er bekommt jetzt von mir nochmal Baklava, ja, nochmal und nochmal, Bruder. Wir machen so. Ab welchem Alter, Tunisi, hörst du mich, Habibi? Ja, ich höre zu. Okay. Ab welchem Alter ist eine Frau
bereit zum. Also ab wann darf man eine Frau heiraten im Islam? Ab welchem Alter? Also in Islam, wenn die Frau dafür bereit ist. Das heißt im Kopf bereit. Bereit ist, Kopf und körperlich und alles. Also ja. Okay. Halten wir mal fest, Kopf ist, ja, man könnte irgendwie auch argumentieren, ungefähr 15, 16 aus islamischer Sicht, so mit Kopf oder jünger schon? Boah, schau mal, in der Geschichte... Ungefähr, Habibi. Ja, ich weiß es nicht. Also schau mal, wenn wir reden über Menschen, die haben vor 2000 oder 1000 Jahre gelebt, dann andere Gesellschaft, andere Zivilisation, genau. Andere Gesetze, richtig. Andere... Hier andere, zum Beispiel meine Großmutter hat mit 14 geheiratet. Genau, meine auch. Großmutter ja. Mit 13. Ja. In der genau. Römischen, byzantinischen Zeit, die ja. Haben mit 12 geheiratet. Sehr schön. Wir müssen jetzt mal ganz kurz mal rechnen. Das heißt, deine Ur-Ur-Ur-Ur-Oma müsste 10 sein und ihre Ur-Ur müsste 6 sein und danach Adam und Eva in der Zeit, da ihre Nachkommen, die müssten quasi 2 gewesen sein. Ich glaube, das Ganze, das hängt ja der Art vom Nahrung, wie sie sich ernährt haben. Vergiss nicht, das heißt, die Zeit von Nuh, die waren auch in der Sahara, ganz kurz. Nuh und Ibrahim, die waren alle in der Sahara, ne? Ja, also ja, aber es gibt eine Grenzelimit. Es gibt eine Limitgrenze. Ab wann kam dieser Limit, Habib? Du kannst nicht sagen, vor 5000 Jahren haben sie mit einem Monat geheiratet. Das ist natürlich nicht, ja. Aber du sagst, laut deiner Logik, ja, Bruder. Nee, ja, früher haben dann früher geheiratet, aber das heißt nicht mit ein Jahr oder ein Monat. Aber ab wann kam das? Ab 6? Ab wann? Es gab Traditionen, wenn zum Beispiel einer hat seine Tochter für jemand geheiratet und die war noch ein Kind, das ist nur ein Versprechen, so wie jetzt einer zum Beispiel hat einen Job in Deutschland gekriegt, er will seine Frau nach Deutschland mitbringen, er heiratet sie in 2020 ja. Und er schläft mit ihr nicht, er geht mit ihr nicht ins Bett, die Familien erlauben das nicht. Okay. Sagt, er dauert die Aufenthaltstitel vier Jahre oder drei Jahre, bis sie eine Visum kriegt. Dann machen sie eine Heirat. Okay, dann machen wir so, Habibi, im Jahr, Mohammed war im Jahr ungefähr im Jahr 600. Es hängt von der Vereinbarung, was diese Leute, die Juden haben früher mit Jüngeren. Ich gehe mit dir mit, früher war es jünger. Okay, ich gehe sogar mit dir mit. Ich möchte nicht mit dir diskutieren. Ja. So, die Zeit war früher anders, kein Problem, ich gebe dir sogar recht. Jetzt halt mir mal fest. Wir nehmen jetzt mal Yeshua al-Messiah. Und der letzte Prophet, Johannen, also Yahya. Wir nehmen mal diese Zeit von ihnen, okay? Wie alt waren die Frauen 600 Jahre vor Mohammed? Wie alt waren sie denn dort, in der Zeit von Jesus? Als sie geheiratet haben. Als sie geheiratet haben, ja. Auch 6, 4, 5? Weil 600 Jahre vorher, also. In der Zeit von Jesus bei den Juden, das war diese Heiratsversprechung erstmal, ohne SEEX. Ja. Zum Beispiel, dein Bruder kriegt ein Mädchen und du hast eine Junge und die sind beide drei Jahre alt oder ein Jahr oder ein Monat, dann sagt er dein Bruder, meine Tochter heiratet deinen Sohn. Nee, Bruder, Versprechen kenne ich, das gibt es bis heute noch. Alles in Ordnung. Und ihr ganzes Leben und ist diese Frau genannt. Bruder, Versprechen, Habibi, ganz kurz. Versprechen gibt es bis heute noch, akzeptiere ich. Alles in Ordnung. Ab wann darf man SEX machen? Ah, das ist anders. SEX, wenn der Frau und der Mann beides, also nicht nur die Frau, wenn beide Geschlechter geeignet sind und in der Lage, physisch und mentalisch das zu tun. Okay. Der Mann, nehmen wir beiseite erstmal. Der Mann interessiert mich nicht. Wie alt muss eine Frau sein, damit man mit ihr SEX machen kann? Das ist genau das gleiche Frage, kannst du für einen Mann stellen. Ab wann kannst du einen Mann SEX? Ich kann nicht jetzt mit einem neunjähriges Kind auch SEX machen. Okay, das heißt, man darf auch mit einer neunjährigen SEX machen. Ja, ich weiß, Futura. Nein, Aisha interessiert mich nicht. Ich weiß, wie alt Aisha war. Nein, sie interessiert mich nicht. Ich möchte wirklich woanders. Guck mal, Aisha ist für mich erstmal irrelevant. Ich habe aber was ganz anderes. Ja, dieses Thema ist so wie ein Kaugummi, der wird immer gekaut. Nein, rede ich über Aisha. Ganz kurz, Aisha interessiert mich wirklich nicht. Sonst hätte ich doch gleich mit Aisha angefangen. Habibi, ich bin nicht diese 0815. Das interessiert mich nicht. Ich rede nur über Koran. Okay. So. Ab welchem Alter kann man SEX machen mit der Frau? Also. Ja. Du hast mir laut meines Wissens in Islam, weil ich ja Muslim bin und laut meiner Kenntnisse, die sie mich schon seit vielen Jahren begleitet hat, ich weiß, dass in Islam ist und laut die Bücher, die ich gelesen habe, heiraten in Islam, es hängt, wie gesagt, nicht von dem, jetzt du sagst nicht, die muss 20 oder die muss 18 oder die muss 19 oder die muss 17, sondern sagen, wenn die Frau und der Mann, beide Parteien, die sind in der Lage, physisch und mentalisch Sex zu haben, dann können sie es haben. Ja, so wie hier zum Beispiel in der Schule hast du in Deutschland mit 13 Jahren und 14 Jahren fangen sie an. Ja?
Ja. So, ohne heiraten. Also die kann schon mit, hatten Freunden, also sogar mit 11 Jahren und 12 Jahren haben sie Sex. Ja, absolut. Gibt's alles. Ja, ja, gibt's alles. Ja, ja. Elian Nathan, hörst du mich, Bruder? Ja. Weil wir kommen nur mit Quelle. Wir mögen ja nicht irgendwie, dass man irgendwas erfindet. Wir kommen nur mit der Quelle, weil das ist sehr, sehr wichtig, damit die Leute auch hier zuhören und auch aufschreiben. Mhm. Elia Nathan, ich habe eine Frage an dich. Ich muss ein bisschen neutral bleiben. Ich frage, ich tue ja die Fragen stellen. Elia, ab welchem Alter darf man mit einer Frau SEX machen, laut Islam? Laut Sura 65, Vers 4, auch vor der Prophetin. Nochmal bitte die Quelle für alle Zuhörer. Welche Vers? Laut Sura 65, Vers 4, vor der Prophetin. Abu Belgrad, hörst du mich, Bruder? Ja, Bruder. Ich sag nur, bitte, bitte aufschreiben, Bruder, und lies vor, bitte, ja? Genau. Dann kommen wir mit Tafsir. So. Und ich möchte noch was, eine Sache hinzusagen. Die Muslime, also er behauptet ja, das war früher normal so, ja? Okay, dann gebe ich dir zwei Hadithen gleich, wo... Erster Punkt ist, Imam Ali bat von Mohammed, seine Tochter Fatima zu nehmen. Und Mohammed hat das abgelehnt, weil sie angeblich zu jung ist. Da kommen wir gleich, Bruder. Jetzt. Das okay. machen wir. Da machen wir okay. So, Leute, an die 300 Leute, alle aufschreiben. Ja. Sure 65, Vers 4. Ein sehr, sehr schöner Vers. Ja, sehr interessant, wirklich. Sehr, sehr interessant. Können sich auch den einen oder anderen auch tätowieren. Genau, Leute, alle. So. So, und diejenigen eurer Weiber, welche keine Reinigung mehr zu erwarten haben, beziehungsweise keine Menstruation, so ihr in Zweifel seid, so sei ihr Termin 3 Monate. Und ebenso derer, die noch keine Reinigung hatten. Die Schwangeren aber, ihr Termin sei bis zur Ablegung ihrer Bürde. Und wer Allah fürchtet, dem macht er sein Befehl leicht. Okay. Was hast du, kannst du das erklären, Bruder, was damit gemeint ist? Welche Frauen damit gemeint sind? Wir stummen uns jetzt, Bruder, erklär uns mal bitte. Okay, schau mal, das geht hier damals, das Gesetz kommt in der Koran, wie die Frauen heiraten oder wie die Scheidung ist und nach dem Heirat und nach Scheidung und Erbe und alles, das wurde alles im Koran gefasst und geregelt auch. Bezüglich die Frauen, wenn sie Scheidung machen, wenn ein Mann und eine Frau sich scheiden lassen, und die Frau ist geschieden. Sie darf ja wieder nochmal heiraten. Bevor aber, dass sie heiratet, um zu wissen, ob sie überhaupt schwanger ist, dass sie ein Kind... genauso auch für Kinder. Kind, warte mal bitte, lass mich bis zum Ende reden. Nix. Also lass mich bitte bis zum Ende reden. Was ist auch los für die Kinder. Es ist Respekt, ein bisschen respektieren. Wir machen das, Ile, wir machen das. Bruder. Wenn du nicht weißt, bitte, wenn du nicht weißt, dann zuhör. Du darfst gerne reden, Habibi. Du sprichst über die... Nach der Scheidung, die drei Monate. Ich bin Moslem, nicht du. Lass mich über meine Religion reden. Du hast andere Glauben, rede über deine Glauben. Wir haben doch den Test. Alles so gut, Bruder. Wir lesen doch mal. Wenn eine Scheidung gibt, die Frau ist geschieden, aber wir wissen nicht, ob die Frau jetzt schwanger ist, jetzt wird sie schwanger, weil man weiß es nicht. Der Warten ist 3 Monate. Deswegen sagt er, Walletia ist Namin al-Mahid. Das heißt, die Frauen, die dann halt aufgegeben haben, dass sie Periode kriegen, dann warten sie 3 Monate. Das ist der 3 Monate ist der maximale Wartezeit und das ist eine Wunder und das ist eine Wunder, eine Wunder sogar, weil wenn du jetzt mit Frauenarzt oder Frauenärzte sprichst und du fragst, diese Thema habe ich mich damit beschäftigt. Du fragst sie, warum steht genau 3 Monate? Ich habe einmal eine Frau gefragt, eine Frauenärztin. Sie hat mir wirklich steht genau so, habe ich hier genau 3 Monate. Ja. Er hat mir genau erklärt, warum 3 Monate. Warum richtig. Ganz genau 3 Monate? Ach, weil 3 Monate bist du zu 100% sicher, dass alles Zyklus abgeschlossen ist, dass die Frau nicht schwanger, dann darf sie wieder einen neuen Mann heiraten. 100%. Und wenn eine Frau schwanger ist, wenn die Frau schwanger ist, dann hat der nicht mehr 3 Monate, sondern die muss warten, bis sie ihr Kind ablegt. Nicht, dass sie mit vollem Bauch... Okay, ich gehe mit dir mit, Habibi. Ich nehme es an. Aber Belgrad, Bruder, da stand er doch. Und auch die... Kannst du bitte nochmal vorlesen, Bruder, weil wir haben ja 3 Kategorien. Kannst du bitte alle 3 nochmal vorlesen? Genau, ich lese den ganzen Vers nochmal. Genau. Es gibt 3 Kategorien, Tunesi, aber bitte zuhören, Yalla. Wir machen jetzt einen nach dem anderen. Yalla, Habibi jetzt. Leute, nicht vergessen. Genau. Bitte Leute alle zuhören und. Yalla. Und diejenigen eurer Weiber, welche keine Reinigung bzw. Menstruation mehr zu erwarten haben. Wie zum Beispiel alte Frauen. Genau. Zum Beispiel, weiter. Ja. So ihr in Zweifel seid, so sei ihr Termin 3 Monate. Und ebenso, zweite, die noch keine Reinigung, Menstruation hatten. Die Schwangeren aber,
Ihr Termin sei bis zur Ablegung ihrer Bürde und wer Allah fürchtet, dem macht er seinen Befehl leicht. Okay. Die Frage ist jetzt, wer sind die Zweiten? Genau, Tunisi, kannst du uns erklären, um welche Frauen es sich handelt? Genau, ich lese nochmal, und ebenso derer, die noch keine Reinigung hatten. Wie ist dieser Vers zu verstehen? Es handelt sich um mehrere Situationen von Frauen. Natürlich, es handelt sich nicht nur um eine Sorte. Das ist aber ein Beweis dafür, dass der Koran kommt mit Gesetze und Regeln, ein geregeltes Leben. Damals, die entweder Araber oder Christen oder egal, oder Juden, die haben alle gleich keine Regeln, keine Gesetze, alle Bunga Bunga hintereinander gemacht. Die Muslimen, die sind viel reiner. Im Glauben, im Sauberkeit, im Waschen, wie sie heiraten, wie sie sich scheiden. Früher, die hatten gar keine Scheiden. Die haben sich weder Katholiken noch Araber. Welche Frauen handelt sich? Bruder, zähl mal nur die Frauen. Sogar in Bayern, es war ein bekannter König. Oder in Bayern, alles gut. Hat seine Frauen getötet, um neue Frauen zu heiraten. Okay. Islam kam mit Gesetze und Regeln. Bruder, was hat Töten damit zu tun? Kannst du ganz kurz nur erklären, welche Frauen? Also Schwangere? Weil er darf nicht eine andere Frau heiraten. Er kennt Katholik darf nur eine heiraten und darf sich nicht scheiden. Ja, wir sind keine Katholiken, aber ganz kurz, Habibi, ganz kurz. Ja, kannst du uns kurz erklären, Bruder, die erste Frau ist was? Schwangere? Wie? Was, welche Frauen? Eine ist schwanger, eine ist ältere Frau und die dritte ist was? Ja, es gibt dritte was. Die, wo auch keine Menstruation hatten, sind welche gemeint? Ja. Es gibt Frauen, die kriegen gar keine Perücke. Aber hier steht doch, weil sie Kinder fest. Sind. Diesmal. Wir halten fest, es gibt Frauen, die haben noch nie Menstruation bekommen. Sehr gut. Was sagt der Tafsir, Elia, bitte vorlesen. Es gibt verschiedene Frauen, die kriegen verschiedene Frauen. Also, weißt du, Abu Belkrad, kannst du ein bisschen größer machen, bitte? Bisschen größer. Warte, das geht nicht. Warte. Elia, geh mal ein bisschen näher ran, wenn es geht. Ich kann sogar vorlesen dann. Oder lies vor, genau. Lies mal, genau. Gesandter Allahs. Mein Sohn. Okay. Weil ich muss von der Sohn von Kita abholen. Okay. Ja. Also, okay. O Gesandter Allahs, was ist mit der Wartezeit derjenigen, die keine Menstruation haben, weil sie zu jung sind? Zusammen mit denen, die es nicht haben. Wegen des jungen Alters beträgt ihre Wartezeit 3 Monate. Also hier wird definiert. Die zweite Kategorie sind kleine Babys. Wie jung? Nee. Er sagt nicht Babys. Okay, kleine Mädchen, was dann? Interpretiert. Kleine Mädchen. Was heißt das jung? Wie jung ist sie? Ist das jeder Junge? Was sind das, die Kinder, die keine Menstruation haben? Was sind das denn? Da steht doch wegen in den jungen Alters. Er meint, nicht nur Kinder, es gibt Frauen. Es gibt Frauen, die kennen. Da steht keine. junge Knaben auf Arabisch. Wegen jungen Alter. Wegen jungen Alter, Habibi. Oh. Hör auf. Nicht wegen Gesundheit, wegen jungen Alter. Würde da stehen wegen Gesundheit? Tamam. Aber da steht wegen jungen Alter. Willst du uns was sagen, Tunisi? Wer sind damit gemeint? X-Faktor, das Unfassbare. Was willst du uns damit sagen, Tunisi? Wegen ihres jungen Alters. Der ist rausgegangen. Nein! Oh Mann. Das war doch gerade so schön. So, Leute, für die Zukunft. So geht man vor. Geduldig. Richtig, Geduld. Deswegen bin ich ja da, Bruder. Ich bin sehr geduldig. So viel, ja. Bruder, so viel. Ich weiß, du hast jetzt schon lange bei Maggis gegessen, du warst schon im Training. Ich weiß, Bruder, alles gut. Deswegen ist ja auch Angel hier, Bruder. Ja. Egal, ich hole mal den lieben Tito hoch. Ja. Vielleicht kann er uns das erklären. Tito, Jesse T. Oh, Tito, Budala. Kakus y Tito. Tito. Hallo. Raki. Pardon. Weißt du, dass dieser Priester entdeckt hat? Nix Priester. Tito. Möchtest du jetzt, sollen wir jetzt über Raki reden? Wir reden über diesen Priester, was er entdeckt hat. Okay. Der hat entdeckt, Tito, dass die... Tito, sollen wir bitte jetzt... Lass mich mal ausreden, Mann. Tito, wird doch nicht so emotional. Hallo. Tschuti, Malo. Guck mal. Hallo.
Der hat entdeckt, dass Antwort, die Leute bitte. Kinder entführen. Du, guck mal, du bist doch Gast bei uns. Warum bist du so freundlich? Du bist doch Gast. Hallo, du bist doch Gast. Warum? Hallo, wenn ihr mich unterbrecht, dann seid ihr diese Leute, die er entdeckt hat. Diese Priester hier. Seid ihr auch so welche, welche die Kinder verschwinden lassen? Wir haben doch ein Thema, Tito. Wir haben doch ein Thema. Warum ja, das ist mein Thema jetzt. Ja, dein Thema interessiert niemand. Du bist hier Gast. Das ist wie wenn ich dir sage, ich bitte dir Wasser an und sagst, ich möchte auf jeden Fall Whisky. Bruder, ich bitte dir doch Wasser an. Chill doch, alles gut. Ich bitte dir auch sogar Baklava an. Original aus Bosnien. Für dich. So. Tito, kannst du mir sagen, ab welchem Alter darf man das entdeckt, dass die Leute Kinder klauen. Und die Kinder verschwinden. Tito, ich bitte dich doch. Ja. Polako. So. Ich habe eine Frage. Ab welchem Alter darf man mit einer Frau SEX machen? Mhm. Im Bibel steht gar kein Alter. Nicht Bibel. Im Bibel ist gar keine Begrenzung. Nicht Bibel, alles gut. Nee, ich sage nur, was steht im Bibel. Alles gut, nicht Bibel. Ja, Koran. Da kannst du mir sagen, im Bibel nein, nicht Bibel. Du Tito, so und so viele Jahre. Ja. Und wenn ihr so wissend sind, beweisen wir, was bedeutet... Wieso hast du Angst? Was bedeutet biblisch Jungfrau? Biblisch. Guck mal, Tito. Ja. Ihr Häuser, weil ihr weißt genau, dass die im Hebräischen eine junge Frau ist die, die noch nie eine Menstruation gekriegt hat. Das ist eine Jungfrau. Eine junge Frau ist eine Jungfrau. Eine Frau, die noch nie eine Menstruation gekriegt hat. Okay, das zeig wird deine Jungfrau kommen. Genannt. Tito, wenn du mir das heißt, Maria war noch nicht mal in Pubertät, wo die in Pubertät, wo die sieht es aus. Du zeig ihm keine Wodka-Bierchen mehr, du zeigst es die Quelle. Wisst ihr was? Ich habe eine bessere Idee. Wir reden jetzt über die Bibel. Leute, warte mal, Abu Khanjan, er meinte gerade, Maria hatte nicht mal Menstruation, wo Jesus geboren hatte. Genau. Aber wieso, das ist doch wissenschaftlich unmöglich. Frag mal bitte, was bedeutet Jungfrau? Du sollst mir zeigen in der Bibel, dass du biblisch, gesagt hast, eine biblisch, was bedeutet das? Tito, zeig mal kurz die Quelle, lies mal. Jede Frau. Lies vor. Lies doch vor die Quelle. Die Kriegmenstruation ist nicht mehr rein. Die ist dann unrein. Fertig. Ja? So, Tito, guck mal. Hörst du das? Sogar über die Bibel möchte ich jede Quelle. Zeig es, wo das steht. Joda, zeig uns das. Genau diesen Satz. Genau, zeig mir mal. Das erklärt euch. Tito, wo steht Kilo. Das? Zeig mir. Kennst du Philo? Kilo? Oh, bitte, zeig's mir. Alexander von... Alexander, kenne ich nicht, interessiert mich nicht. Bitte, zeig mal die Quelle. Philo nennen die den. Hallo. Da kannst du seine Werke reden. Das? Aber guck mal, Tito, das funktioniert doch so. Der hat das erklärt. Das weißt du, frag mal nein, guck mal, glaub mir, Bruder. Jüdische Rabbiner, der werde dir das erklären. Stell mal ganz kurz, Bruder, nochmal. Ja. Guck mal, Leute, ihr hört, sogar wenn es um die Bibel geht, ich versuche eine Quelle zu holen. Die holen keine Quelle. Weder aus der Bibel, weder aus dem Koran, keine Tafsire. Egal ob christlich oder muslimisch, die Muslime haben einfach keine Argumente. Nur mit Glaub mir, Bruder. Was? Du, was kommt hier hoch? Ihr schämt euch. Wir schämen uns nicht. Habibi, zeig mir in der Bibel. Yalla. Ja. Hier, mein Gott, in der Bibel steht, dass die Yalla. Maria Jungfrau ist. Frag mal eine jüdische Rabbin, gehst du bei Google, was bedeutet bei Juden eine Jungfrau? Ich habe eine schöne Knockout-Frage für ihn. Ist das hier Muslime? Okay, wenn die Juden das so verstanden haben... Warte, du erklärst gar nichts. Ich habe doch sei stumm. So, wenn die Juden doch so keine Ahnung hatten von der Schrift und Jesus nicht erwartet haben, dass Maria Jungfrau wird, dann frage ich dich, wieso wollten die Juden Maria nicht umbringen, laut Bibel? Ach so, die wollen die nicht umbringen. Maria, gib mir die Quelle. Warum? Gib mir die Quelle, wo sie Maria umbringen wollten. Bitteschön. Nee, weil sie Unzucht begangen hat, laut Juden. Für mich ist es scheißegal gewesen. Nein, gib mir die Quelle, wo sie Maria umbringen wollten. Nicht mit einem Mann geschlafen hat. Gib mir die Quelle, wo sie Maria umbringen wollten. Wer hat, hab ich gesagt? Gib mir die Quelle. Maria umbringen. Aber Maria hat doch deinen Unzucht gemacht, laut dir. Ja, natürlich. Dann musst ihr beweisen. Ja, okay, raus hier, du Käfer. Dass die
Ja, Rob, Bruder, ach, das macht, guck mal, mit Tito, du weißt ja selber, Bruder, das habe ich ja gestern aus dem Stream gesagt, mit dem macht es keinen Sinn. Er kommt erstmal alkoholisiert herein, ja, alkoholisiert oder auf irgendwelche Substanzen. Möge Gott ihn auf jeden Fall trotzdem segnen und recht leiten. Wir haben ja einen Legenden. La ilaha illallah, Muhammadan Rasulullah, wa qatilu kullu nasara wa kafir. Kannst du das übersetzen? Ratel, kannst du gut übersetzen? Wa uqtilu kull mushrik kafir. Übersetz mal. Alhamdulillah, jinnatul firdaus. Übersetz doch mal. Übersetz doch mal auf Deutsch. Abu Khadjar, wie geht's dir? Bitte, warte, Allah ichalik. Wenn du Allah liebst, übersetz auf Deutsch. Komm, bitte, übersetz mal auf Deutsch. Ich möchte das. Leute, bitte ganz kurz, übersetz auf Deutsch und bitte nimmt mal auf. Bitte, Bruder, mach mal. Nein, lass das lieber sein. Warum? Weil du weißt ganz gut, du kriegst eine Anzeige, das weißt du. Lass das lieber sein, Abu Khadjar. Nein, du kriegst eine fette Anzeige, das weißt du. Ich habe keine Lust auf Verfassungsschmutz. Ja, siehst du? Er hat zugegeben, er hat keinen Bock auf Verfassungsschutz. Aber guck mal, Spaß beiseite, ehrlich, guck mal. Ja. Unsere Streams, guck mal, Gott ist mein Zeuge. Ich sag dir nur eine Sache, ne? Für alle Muslime, die zuhören, auch an Nicht-Muslime, die denken, die können ja machen, was sie wollen. Unsere Streams, ist wirklich so, unsere Streams werden vom Verfassungsschutz abgehört. Nur mal so nebenbei. Ja. Jeder, der hier denkt, der kann tun und machen, was er will. Du kannst bei den Gummibärchenbande gehen und mal fragen, wer jetzt Probleme hat beim Richter. Ich sag dir keinen Namen, der hat fett Probleme bekommen, weil er dachte, er kann hier drohen und tun, um was er will. Welche Gummibär? Frag mal nach, der eine fette, Bruder, der hat eine fette Anzeige bekommen, weil er gedacht hat, er kann hier drohen und tun, machen, was er will. Der hat jetzt richtig Probleme bekommen. Wer meinst du denn? Ich weiß nicht, wer du meinst. Ich weiß, ist egal. Habibi, okay. Ist auch egal. Ich sag dir nur, denk nicht, hier kann man tun, machen, was man will, Bruder. Guck mal, ich akzeptiere, ja, wenn du jemanden nicht magst. Abu Khadjar, ich mach doch nur Spaß, ich hab Allah. Nein, Habibi, hör doch zu, ich hab nichts gegen dich. Na, Wallah, ich bin nicht mit irgendwelchen bösen Absichten. Ich hab dich gesehen, ich bin gekommen, ich weiß, du regst dich immer auf, wenn ich hochkomme. Nein, ich wollte schon ein bisschen Ärger. Alles gut, ich hab auch nichts gegen dich. Ich sage nur für die, die hier zuhören, weil, boah, irgendwann langt's auch, verstehst du? Ja, nee, die ist das. Du bist nicht meiner Meinung? Kein Problem. Okay, aber warum immer auf Mutter, auf Vater, auf Beleidigen, Drogen? Nein, Haram, macht man nicht. Keine Mutter, kein. Aber manchmal, wenn wir schon manchmal selber Basis sowas. Reden, ja, aus Emotionen, aber das ist falsch auf jeden Fall. Hast du recht. Nein, du hast recht, du hast Al-Haq gesprochen und man muss dir Al-Haq geben. Danke. Wenn du Al-Haq redest, muss man dir Al-Haq geben. Ja, ja, klar, natürlich. Und jetzt noch Geschichte. Dings, Belgrad, hörst du mich, oder? Jetzt genau, ja. Jetzt ist dein Haus verlassen geworden. Was, Elia? Davor war er ein Löwe Allahs, dann hast du das mit Verfassungsschutz erwähnt, jetzt ist er ein Maus Allahs geworden. Wir wissen das schon. Ja, Nathan, ich habe Verfassungsschmutz erwähnt. Und das meinst du mit voller Überzeugung? Wie geht das? Ilja Nathan, ich habe Verfassungsschmutz erwähnt, nicht er. Ich habe das aus Spaß. Genau, du hast das erwähnt, nachdem aber Abu Khadjar dir das dann gesagt hat, hast du jetzt. Abu Khadjar, ich mache immer bei ihm diese Sachen. Ja, alles klar. Alles klar. Es gibt sogar noch einen hier, ne? Noch einen, ich habe den Namen jetzt leider vergessen. Der ist aber ein bisschen jünger, der hat so einen langen Bart. Das SEK ist sogar bei denen reingestürmt, wegen TikTok, überleg mal, reingestürmt. Die haben ihn auseinandergenommen. Jetzt vor kurzem auch, vor, ich glaube, ein, zwei Wochen. Aber Belgrad, ich glaube, du weißt sogar, wer das ist. Ja. Yeah. Sogar den haben die auch auseinandergenommen. Bruder, was das Ding ist, guck mal, die denken, das Internet ist ein rechtsfreier Raum, man kann hier tun, was man macht. Guck mal, man kann seine Meinung sagen, ne? Absolut. Sag deine Meinung, Bruder, sag auch denen, was du denkst, alles in Ordnung, ne? Aber es gibt irgendwann eine Grenze, wo man sagt, hey, guck mal, das ist nicht nur menschenverachtend, sondern es ist gefährlich. Weil die Leute, die Verfassungsschutz, die nehmen alles ernst. Wenn du sagst, ich werde mit dir so und so machen, sie nehmen das ernst. Sie nehmen das ernst. Das ist nicht für sie Spaß. Wenn du sagst, ich werde mit deinem Kopf so und so machen, ich werde mit dir so und so machen, die nehmen das ernst. Ich habe eine Frage, Bruder. Ja. Er hat doch was auf Arabisch gesagt, richtig? Ja. Yeah. Okay. Jetzt will ich mal was auf Hebräisch sagen zu dir, okay? Sag mal. Elil Tahu al-Shahuf. Weißt du, was das bedeutet? Nein, ich kann kein Hebräisch. Siebte? Warum kommst du hoch, Abu Banjin, und zitierst was auf Arabisch? Was du Banjin? warum nicht, ihr Jennifer Nathan? Wenn ich zu dir sage, Alil Tawar Shahuf, weißt du, was das bedeutet? Du bist ein Götzendiener. Findest du das schön? Was hast du davon? Okay, ich weiß, dass ich keiner bin, aber... Guck mal, nach meinem Glauben
seid ihr Götzendiener, okay. Aber was du gerade zitiert hast, ist, dass die Ungläubigen Schmutz sind und dass man uns was? Ja. Du hast es gar nicht verstanden, was ich gesagt habe. Okay, übersetz uns bitte auf. Dass die Ungläubigen Schmutz sind, habe ich gar nicht gesagt. Das wäre der Vers von In der Melmuschel. Aber ich gehe raus, Bruder. Ich muss leider raus. Was sind Muschrik? Muschrik sind Götzendiener. Also siehst du? Wortwörtlich übersetzt. Aber ich habe ja nicht gesagt, dass sie Schmutz sind. Ich habe was anderes gesagt. Und wie gesagt, ich habe das nur aus Spaß gesagt. Was sind Götzendiener? Natürlich, Götzendiener sind Schmutz, sind Edges, sind Dreck. Steht auch. Genau, dazu gehörst du ja auch. Genau, deswegen sage ich ja, nach dem hebräischen Edil Tahor Shalom bist du einer. Aber spielte ja nur den einzig wahren Gott an. Okay, und dann sag mir bitte, warum. Du betest einen Menschen an, der Pimpers trug, mein Lieber. Okay, sofort. Du betest einen Stein ein, der seine rechte Hand von Allah angeblich ist. Ja, du küsst einen. Wir beten Richtung Mekka. Nein, du betest nicht Richtung Mekka. Guck mal, du brauchst gar nicht zu reden. Du hast deine eigene Bibel widerlegt. Du hast dich schon längst ausgelaugt. Keiner nimmt dich mehr ernst, Elia Nathan. Okay, bleib mir jetzt auf dem Punkt. Bleib mir jetzt auf dem Punkt. Dein Prophet Mohammed hat seinen eigenen Koran zerlegt. Mohammed sallallahu alaihi wasallam. Dein Prophet Mohammed Salami auf Bacon, ja? Hör mir zu jetzt. Der beste Mensch hat deinen eigenen Islam zerlegt. Du Pimpas-Anbeter, red weiter. Ja, du Steinernküsser, ja? Hat er das gemacht oder nicht? Junge, deine Frau hat dich verlassen für einen Muslim, das sagt schon alles. Schmeiß ihn bitte raus. Deine Frau geht fremd. Er wird persönlich, schmeiß ihn raus. Bitte, Bruder, schmeiß ihn raus. Guck mal, werd nicht persönlich, bleib beim Thema. Okay? Dein Prophet Mohammed hat seinen eigenen Islam zerlegt. Er hat das Al-Fajr-Gebet zum Beispiel verpasst. Er nockt sich selber aus, indem er bestätigte, dass der Satan in sein Ohr uriniert hat. Der Satan hatte Macht über ihn gehabt. Obwohl im Koran steht in Surah 15, Vers 42, dass kein Diener über Allahs, die wahre Muslime sind, die wahre Gläubigen sind, dass das Schatan keine Macht über die hat. Aber der Schatan hatte Macht über Mohammed gehabt. Shalom Lachai. Katastrophe, Bruder, ja. Shalom Toni. Bist du ein Christ oder Muslim? Keins von beiden. Aber ich lese manchmal auch Bibel oder frag meistens darüber nach. Okay. Was bist du denn? Ja, wir sind Christen. Das ist doch schön, ja. Oder kannst du mal bitte mir einen Gefallen tun? Blockiert mal diese Divina. Ich weiß gar nicht, was ihr Ziel ist. Divina? Wer ist Divina? Die schreibt immer wieder dasselbe. Was juckt mich das über Leser und so weiter? Naja, einfach blocken. So. Ich hole mal dann noch andere Gäste hoch. Was? Hallo Doddy. Ja, es geht erst gut bei euch. Ja, bei dir? Auch. Ja, also guck mal, ich bin Moslem, ja? Ihr seid beide Christen, ne? Ja. Okay, also ich will fragen, weil ich bin jetzt gerade neu reingekommen und so. Aber ich wollte fragen, was ihr meint mit hassen Muslime die Christen? Ja, es gibt sehr so Feindlichkeiten, ne? Wo, also wie das, von einzelnen Muslimen? Das merkt man auf der Welt, ne? Also ich kann so sagen, es gibt natürlich schlechte Muslime, gute Muslime, es gibt schlechte Christen, es gibt gute Christen, es gibt schlechte Juden, gute Juden. Mhm. Bei mir ist das so, ich nehme das so, eine Aktion von mehreren Muslimen, von einem Muslim, kann man jetzt nicht auf die ganze Religion schieben. Also wenn, lass mal sagen, ist natürlich 9-11, könnt ihr jetzt sagen, ist auch von Muslimen. Die meisten Leute da waren Muslime. Aber dafür werde ich jetzt nicht die ganze Religion dafür blamieren, dass die alle Terroristen sind. Okay, Elia, zeig ihm das mal aus der Schrift. Wollen wir Sure 65 Vers 4 machen, oder? Nein, alles gut. Erstmal alleine schon diese Aussage, egal was du ihm zeigen willst, anhand des Korans, er wird das ablehnen. Guck mal, wir greifen keine Muslime an, wir greifen nur den islamischen Lehrer an. Und da steht was meinst du, islamische Lieder? Lehre, nicht Lieder. Ah, ich habe Lieder falsch. Also, guck mal, ich bin offen, dass ihr so mit mir redet und so, ich habe kein Problem. Ich habe auch hier einen Koran, ich habe auch hier eine Bibel. Also, ich kann gerne darüber reden. Okay. Bist du bereit oder willst du das machen, Abu Belgrad? Oder willst du mit dem Leben? Ich lese 65,4 und dann machst du Tafsir, oder? Also, mir ist das wurscht.
Egal, dann machen wir so, okay? Tamam. Ich lese mal Suche 65, Vers 4. Dodi, ich habe mal eine Frage an dich. Ist Kinderehe im Islam erlaubt? Kinderehe im Islam? Aha. Boah, keine Ahnung. Ich denke nicht. Ich weiß nicht. Ich okay, nicht. Okay, tamam, tamam. Würde Kinderehe erlaubt sein, würdest du die Religion verlassen? Nein, aber Ehe, Kinderehe... Was? Nein, ich, hä? Wenn Kinderehe erlaubt wäre im Islam, würdest du den Islam nicht verlassen? Nein, weil ich kann... Ich Was? Kann, wie ist das ein Punkt? Ich denke nicht, dass es wo steht. Also kannst du mir sagen, so steht nee, das ich, da? Ich sage erstmal, ich sage, es steht drin, aber ich sage dir, wenn es erlaubt wäre, muss ich würdest mir du den Islam genau verlassen? Anschauen. Nein, nein, Doddy, nein, nein, nicht anschauen. Ich habe ja nichts gezeigt. Doddy, meine Frage an dich ist, wäre Kinderehe im Islam erlaubt, würdest du den Islam verlassen? Ich sage, wäre Kinderehe erlaubt im Christentum, würde ich den Christentum verlassen. Jetzt musst du mir sagen, ja, wäre ja, Kinderehe... Ja. Was? Ganz kurz. Wäre Kinderehe im Islam erlaubt, würdest du den Islam verlassen? Ja. Okay, sehr gut. Ich gebe dir mal eine schöne Quelle. Mhm. Suche 65, Vers 4. Wo, im Bibel oder im Koran? Bruder, Suche 65, Vers 4. Wie Sura, ich hab's... Ja. Ja, Suche 65, Vers 4. Mhm. Ich lese für dich vor, okay? Ich habe einen Koran vor mir. Und diejenigen eurer Weiber, welche keine Menstruation mehr zu erwarten haben... So in Zweifel seid, so sei ihr Termin 3 Monate. Erste Kategorie. Die, welche keine Menstruation mehr erwarten. Und ebenso derer, die noch keine Menstruation hatten, zweite Kategorie, die Schwangeren aber, ihr Termin sei bis zur Ablegung ihrer Bürde. Und wer Allah fürchtet, dem macht er seinen Befehl leicht. Dritte Kategorie. Aber was ist diese zweite Kategorie? Dort steht in Sure 65, Vers 4, so sei ihr Termin 3 Monate und ebenso derer, die noch keine Reinigung hatten. Weißt du, wer damit gemeint ist? Hm. Kleine Kinder. Damit ist eine Schwangere gemeint. Nein, nein, dort steht, die noch keine Menstruation hatten. Was bedeutet denn Menstruation? Menstruation, dass sie ihre Periode bekommt. Warte, warte. Lass mich meinen Koran holen, warte. Gerne. Sure 65, Vers 4. An die ganzen Muslimin hier unten im Chat, seid nicht so sauer, alles gut. Elia zeigt gleich Tafsir. Dann gucken wir mal, was damit gemeint ist. Alles gut. Nur mal so im Vergleich, Christus sagt, es wäre besser, wenn jemand einen Mühlstock, irgendwas an den Kopf gejagt wird, ein Stein an den Kopf gejagt wird, als wenn er ein Kind zur Sünde verführt. Nur mal so als Referenz. Mühlstein oder so. Genau, Mühlstein. Das sagt Christus, nur mal so im Vergleich. Hallo? Ja. Ja, okay. Ich bin wieder da. Welche Sura hast du gesagt? Sura 65. Sura 65. Die Scheidung, Vers 4, ja. 64. Mhm. Also, At-Takabun. 65, Vers 4. Vers 4. 2, 3, 4. Lies mal vor. Bei mir 4. Mhm. Bei mir ist das in Englisch übersetzt. He knows what is within the heavens and the earth. Nein, nein, ist falsch, Bruder. 65, Vers 4. Sura 65, 65, Vers 4. Ich bin doch bei 65. Okay, welche Sura ist das? Wie heißt die Sura bei dir? Die Scheidung. Attack Gabun. Ah, 65, ne? Ja. Talak, ah, ja, hast recht. 4. 4. And those who no longer expect menstruation among your women, if you doubt, then their period is 3 months. And, ah, Bruder, guck mal, du hast es falsch verstanden, Bruder. Mhm. Hier steht, für die, die nicht glauben, unter unsere Frauen, dass die Menstruation länger als 3 Monate ist, diese menstruieren nicht. Die sind schwanger dann, diese Leute. Weil die haben, früher hat man geglaubt, dass die Leute... die länger als 3 Monate ihre Periode haben könnten. Oder was steht da denn? Da steht da doch genau, das steht nicht. Und guck mal, hier steht danach, und für die, die schwanger sind,
bis die Geburt geben, werden Allah fürchten. Und dies macht das leichter für ihn. Das Habibi, stimmt. Habibi, warte Habibi. Mal, ich schau mal Urban hoch. Also, da gibt es drei Kategorien, aber ich denke, der Urban kannst du dir besser zeigen. Gottes Segen, Urban, Bruder. Also hier werden drei Kategorien erwähnt, aber okay. Ich lese nochmal den Vers vor. Lese. Guck mal, wir machen das ganz langsam. Und diejenigen eurer Weiber, welche keine Reinigung mehr zu erwarten haben, so ihr in Zweifel seid, so sei ihr Termin 3 Monate. 1. Die keine mehr erwarten, weil sie alt sind. 1. Jetzt ein Und. Und ebenso, jetzt 2, derer, die noch keine Reinigung hatten. Jetzt weiter. Die Schwangeren aber, also kann das nicht die zweite sein, weil die schwanger sind. Die Schwangeren aber, ihr Termin sei bis zur Ablegung ihrer Bürde. Und wer Allah fürchtet, dem macht er seinen Befehl leicht. Okay. Ja. Wer sind die Zweiten? Und ebenso derer, die noch keine Reinigung hatten. Was ist damit gemeint? Das sind für die Jüngere, aber das hat doch nichts mit den Restes zu tun. Warte, für die Jüngeren? Oder ja, aber das hat doch nichts mit den, das geht doch um die Periode. Warte, alles gut. Es geht ja um die Heirat. Es geht ja um die Heirat, beziehungsweise um die Scheidung. Okay, das bedeutet, darf man Frauen heiraten, beziehungsweise Kinder, die noch keine Periode hatten? Nein, darf man nicht. Aber dort steht's. Darf ich? Ja. Aber hier sagt er auch, für die, der klärt auch für die Jüngere. Aber das bedeutet nicht, dass man die heiraten darf. Okay, nochmal. Und diejenigen eurer Weiber, welche keine Reinigung mehr zu erwarten haben, so ihr in Zweifel seid, so sei ihr Termin 3 Monate. 1, 2 und ebenso derer, die noch keine Reinigung hatten. 2. Jetzt 3. Die Schwangeren kann nicht 2 sein und ebenso derer, die noch keine Reinigung hatten, weil jetzt gesagt wird, die Schwangeren. Die Schwangeren aber, ihr Termin sei bis zur Ablegung ihrer Bürde. 3. Was ist mit 2 gemeint? Elia Nathan zeigt den Test hier. Das reicht. Genau, kannst du gerne. So. Ich hab den selber, alles gut, Bruder. Okay, hier ist Shit von Ibn Kathir, ja? Guck mal. Es gibt immer noch einige Jungfrau, Idda im Koran erwähnt wurde. Es gibt junge Frauen, also Kinder, und alte Frau, die Menstruation ausbleibt. Und schwangere Frauen. Es sind 3 Kategorien damit gemeint. Ja, einmal die junge Frauen, die Kinder sind, die haben keine Menstruation. Und alte Frau, die keine Menstruation und ausbleibt. Und schwangere. Da werden 3 Kategorien erwähnt. Die Idda gilt in islamischer Scheidung 3 Monate. Gilt für kleine Kinder, die keine Tage haben. Gilt für alte Frauen, die auch keine Tage haben. Und für die schwangere Frauen. Genau derselbe Fall. 3 Monate. Okay, Ibn Kathir sagt das hier in seiner Tafsir. Und Ibn Abbas sagt das auch. Weil sie zu jung sind. Und diejenigen, die es nicht haben. Aufgrund was? Ihres junges Alter beträgt ihre Wartezeit 3 Monate. Und ein anderer Mann fragte, wie lange ist die Wartezeit für schwangere Frauen? Dann kommt der nächste Abschnitt. Und dasselbe gilt auch für die, die ein Kind haben. Diejenigen, die schwanger sind, genauso. Bitteschön. Und Ibn Abbas ist der Cousin von Mohammed. Steht genauso drin. Er werden 3 Kategorien erwähnt. Kinder, Schwangere und ältere Frauen. Die gleiche Idda gilt 3 Monate. Nicht verwechseln. Allah. Da steht es ganz klar, wegen ihres jungen Alters. Und wenn die hier rumschreiben, Rebecca war 3, kommt mal hoch und beweist uns das. Gibt uns mal einen Vers, wo gesagt wird, Rebecca war 3. Gibt mal einen Vers. Gibt mal einen einzigen Vers. Gib mir die Quelle. Ich schreibe mir den Vers sogar auf. Hier, ich habe Kugelschreiber. Gib mir den Vers, wo steht, Rebecca war 3. Yalla, gib mir den Vers. Ich habe Kugelschreiber. Ich lese vor. Gib mir den Vers. Gib den Vers.
Bruder, ich werde rausgehen. Der Herr segne mich. Gottes Segen, Bruder. Gottes Segen, Bruder. Brody. 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 Hallo? Hallo? Ist okay? Ja, ich habe Anruf bekommen. Ich dachte, okay, du wärst so geschockt. Nein, Bruder, ich hab nichts gehört. Ich habe einen Anruf bekommen von meinen Eltern. Dudi. Ey, Bruder, Toni, hör mal auf, ja. Dudi, warst du so geschockt? War ich so... Vor dem Islam? Schauen, Bruder? Was habe ich denn gerade gesagt? Ach, meinst du so nicht, ich habe einen Anruf bekommen? Aber alles gut, Bruder, passiert. Ich dachte, du wärst geschockt, ja? Nein, nein, alles gut, Bruder, ich war noch nicht geschockt, noch nicht. Wir gucken. Also könnt ihr, wo waren wir bitte? Hast du den Tafsir gehört? Nein, Bruder, ich habe den Anruf bekommen. Okay, Kategorie 2, Elia hat es gezeigt vor 300 Leuten, hat gesagt, die zweite Kategorie mit ebenso derer, die noch keine Reinigung hatten, ist welches, nicht Bruder? Aufgrund, Sure 65, Vers 4, ist nicht aufgrund, weil sie eine Krankheit oder so haben, sondern aufgrund ihres jungen Alters. Was sagst du dazu? Ja, das ist richtig, weil diese so jung sind. Das geht also davon. Darf man Babys heiraten? Nein, das steht da nicht. Okay, nochmal. Allah sagt. Warte, Dodi, wir machen das. Allah das sagt. Ich, okay, okay. Allah sagt. Und diejenigen eurer Weiber. Eurer Weiber. Allah sagt eure Weiber. Okay? Mhm. Eure Weiber. Damit sind eure Frauen gemeint. Welche keine Menstruation mehr zu erwarten haben, so ihr in Zweifel seid, die Alten, so sei ihr Termin 3 Monate. Okay? 1. 2 und 2 und ebenso derer, die noch keine Reinigung hatten, Tafsir von Ibn Kathir, weil sie zu jung sind. Das steht nicht, weil die zu jung sind. Das steht bei, hat er doch vorhin gezeigt. Aber der hat eine falsche Übersetzung, das habe ich auch gesagt, bevor ich meinen Anruf bekommen habe. Die Übersetzung da ist falsch, ganz klar. Kannst du Arabisch? Ja, kann ich. Sehr gut. Dann zeig mal. Nee, du bist groß. Walai, soll ich oder willst du? Sag mal. Meine Übersetzung? Ja, ja. Aber wie kann man so Kamera umdrehen? Guck mal hier, weil meins ist auf Englisch übersetzt hier. Mhm. Und ich habe kein Wudu, deswegen kann ich den Koran nicht anfassen gerade. Und hier. Du kannst du Arabisch? Nein, nein, ich habe gesagt, ich kann kein Arabisch, deswegen sollst du lesen. Okay. Wala yesha minna. Okay, ich mach's auf Englisch lieber, okay? Tamam. And those who mach auf Arabisch. Bye, Tony, danke. And those who no longer expect menstruation among your women, if you doubt, then their period is 3 months. And also for those who are not menstruated and for those who are pregnant. Okay, was heißt, and also for those who have not menstruated? Was heißt das? Wie ich meinte, für die auch, das geht auch, also... Das was? Was heißt das? Für da gibt es 3 Dinger, ne? Ich weiß nicht, wie das heißt auf Deutsch. 3 Dinge. Die erste, zweite und dritte. Die erste ist für die, also für mit Periode länger als 3 Monate. Die andere sind für die Jungen und die andere für die Schwangere, ne? Der kann kein Englisch lernen, braucht von dem nichts zu sagen. Guck mal, das geht für die Leute. Ach, Bruder, das macht keinen Sinn, Bruder. Das macht keinen Sinn, ja? Du stotterst die ganze Zeit, du erklärst okay, alles gut, auch. Alles gut. Du kannst es nicht erklären, Tamam, alles gut. Dolly, okay, hast du denn eine Frage zum Christentum? Ich hab eine Frage, was du meinst, so Muslime, die Christen hassen, weil du sagst hier, hassen Muslime die Christine. Thema hatten wir vorhin. Eine Frage zum Christentum? Aber ich möchte das Thema, weil ich das meine Frage. Thema hatten wir vorhin, du bist leider zu spät drin. Christentum. Ja. Welche Sprache hat Jesus damals gesprochen? Er hat mehrere gesprochen. Es wird bewiesen, dass er Aramäisch gesprochen hat, das definitiv. Aber er hat auch Altgriechisch gesprochen, weil wir lesen, dass er aus der alten Septuaginta zitiert. In Lukas 4,18. Weil was ich recherchiert habe, kann der kein Griechisch. Und die Bibel wurde in Altgriechisch geschrieben. Er kann Griechisch. Soll ich dir beweisen? Du weißt. So, Lukas 4,18. Du weißt, was die Septuaginta ist, oder? Mhm. Okay, was ist das? Ich habe gefragt, ich habe nicht verstanden. Ach so. Du weißt also nicht, was die Septuaginta ist, oder? Er ist raus.
fertig. Alles gut. Dann beende ich den Stream. Sehr, sehr erfolgreicher Stream. Danke, dass ihr da wart an alle. Und ein Gottes Segen, ne? Ein Gottes Segen. Natürlich kann er jede Sprache, aber ich habe über die gesprochen, die ihr hier auf dieser Erde gesprochen habt. Und dann ein Gottes Segen. Danke, dass ihr da wart. Und es war ein guter Stream.